Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Kann mich jeder verstehen? Ich hoffe, ja. Gut. Ja, es ist ja wunderbar. Der Saal ist ja fast voll. Ich freue mich sehr, dass Sie alle gekommen sind. Es ist ja auch ein sehr spannendes Thema heute. Es geht ja um unsere Zukunft oder wahrscheinlich noch viel mehr um die Zukunft unserer Kinder. Da haben Sie sicherlich später auch alle eine Meinung dazu. Ich stelle Ihnen gleich dann unsere Gäste vor. Als allererstes wird aber die Hauptperson des Abends sprechen und Ihnen ein bisschen was erzählen aus seinem Buch oder über das Buch, was er geschrieben hat, Intelligent wachsen, die grüne Revolution. Natürlich selbstverständlich nicht alles, denn Sie sollen es ja hinterher kaufen, aber er wird Ihnen erstmal so einen Einblick geben, worum es überhaupt geht, damit Sie nachher auch mitreden können. Dann werden wir auf dem Podium in die Diskussion einsteigen und irgendwann sind Sie dran. Wie gesagt, wenn Sie eine Meinung haben, äußern Sie dann nachher die bitte gerne. Denken Sie nur daran, das Ganze hier geht auch ins Netz. Es gibt einen Livestream, aber vergessen Sie das bitte bis nachher wieder, damit Sie dann auch ganz beruhigt sich hier frei äußern können. So, jetzt würde ich dann einfach sagen, ich bitte Ralf Füchs aufs Podium. Seit 30 Jahren bei den Grünen auch entsprechend interessiert, war mal Umweltsenator und Bürgermeister in Bremen, ist jetzt Vorstand der Böll-Stiftung, die hier heute der Gastgeber auch ist und hat jetzt eben, wie gesagt, dieses wunderschöne Buch geschrieben. Er fordert ja nichts weniger als die ökologische Transformation des Kapitalismus und ist der festen Meinung, dass alles gut gehen kann, sodass 9 Milliarden Menschen auf diesem Planeten irgendwann selbstbestimmt leben können. Also möglicherweise der größte Optimist des Abends, obwohl Sie können ihm das Gegenteil beweisen. Herr Füchs, hier die Bühne frei für Sie. Vielen Dank an alle, die gekommen sind. Das ist, bei tausenden Veranstaltungen der Böll-Stiftung trotzdem was Besonderes, wenn man sein eigenes Buch präsentiert, wenn man ein Buch schreibt. Das gilt, glaube ich, für die allermeisten Autorinnen und Autoren. Das hat ja was Missionarisches auch. Also man braucht ein richtiges Anliegen, jedenfalls, wenn man so ein Buch neben einem Fulltime-Job sich aus dem Rippen quetscht, ist ja auch eine große Anstrengung, muss man schon das Gefühl haben, dass man auch was zu sagen hat. Aber wenn man dann liest, dass auf der Leipziger Buchmesse 20.000 neue Bücher präsentiert werden, dann wird man schon wieder etwas demütiger und merkt, dass man doch nur Teil eines großen öffentlichen Diskurses ist, und hofft, dass man trotzdem noch ein gehöriges Quantum Aufmerksamkeit findet. Das Buch hat tatsächlich, für mich gibt es da ein großes persönliches Anliegen, in gewisser Weise den Diskurs, den ökologischen Diskurs zu verändern, der bisher sehr stark durch die zwei G-Wörter bestimmt war, nämlich Grenzen und Gefahren. Und nicht, dass wir nicht vor großen Herausforderungen stehen würden, aber ich bin überzeugt davon, dass wir nur eine Aufbruchsstimmung erzeugen können und die Veränderungsdynamik in Gang setzen können, die notwendig ist, wenn wir eine Geschichte erzählen, die stärker von Chancen und Möglichkeiten bestimmt ist. Ist also der Versuch, sowas wie eine grüne Fortschrittsgeschichte zu erzählen. Und der Ausgangspunkt war sozusagen mein Hadern mit der Schizophrenie der Wachstumsdebatte im grünen Umfeld. Zum Teil auch bei uns in der Stiftung. Wir haben dazu sehr unterschiedliche Auffassungen. Und ich will gleich sagen, das ist kein Stiftungsbuch, das ist wirklich ein Buch, was ich ganz auf eigene Verantwortung geschrieben habe. Also wir haben eine richtige neue Hochkonjunktur einer im Grunde alten Debatte aus den 70er Jahren über Grenzen des Wachstums, jetzt mit neuen Stichworten Postwachstumsgesellschaft oder sogar Degrowth
Bewegung, das ist vor allem stark, sagen wir, an den Universitäten, in den Feuilletons. Und gleichzeitig haben wir eine Europadebatte, eine Debatte um Eurokrise, in der Jürgen Trittin im Parlament die Kanzlerin angreift, weil sie keine Wachstumsperspektive für Europa eröffnet. Und weil wir uns nicht aus der Krise einfach heraussparen können. Und noch stärker geht es mir darum, dass wir diese Wachstumsdebatte nicht als eine Art deutscher oder westeuropäische Nabelschau führen können, sondern dass wir den Blick öffnen müssen in die Welt. Und zwar in eine Welt, die von einer enormen Wachstumsdynamik gekennzeichnet ist. Wir leben in einer historischen Wachstumsepoche, in ökonomischen Kategorien. Und die wird vor allem angetrieben von den Wünschen, von den Ambitionen, dem Unternehmergeist von Milliarden Menschen, die auf dem Weg in die industrielle Moderne sind, aus sehr miserablen und armseligen Lebensverhältnissen. Dazu kommt das Wachstum der Weltbevölkerung und eine Verdoppelung etwa der Erwerbsbevölkerung, die ist heute global 3 Milliarden, die wird bis Mitte des Jahrhunderts auf rund 6 Milliarden wachsen. Also eine Verdoppelung der Zahl der produktiven Menschen. Und das sind alles Triebkräfte, die einen enormen globalen Wachstumsschub hervorbringen. Wir hatten in den letzten 20 Jahren etwa seit dem Fall der Mauer und dem neuen Schub der Globalisierung globale Wachstumsraten von 4% im Jahr. 3-mal so schnelle ökonomische Entwicklung in den Ländern des Südens als in den alten Industrieländern. Und trotz aller Finanzkrisen und trotz aller ökonomischen Verwerfungen muss man davon ausgehen, dass dieser Trend sich fortsetzen wird, und selbst wenn er nicht in dieser Größenordnung bleibt, muss man von einer Verdoppelung der globalen Wirtschaftsleistung in den nächsten 20 bis 25 Jahren ausgehen. Eine Verdoppelung. Und das bedeutet eine massive Zunahme auch von Güterproduktion. Das ist nicht nur qualitatives Wachstum, das ist auch Wachstum von Quantitäten. Von Gebäuden, von Haushaltsgeräten, von Fahrzeugen, von Gütern aller Art. Und das ist eine gute und eine alarmierende Nachricht. Eine gute Nachricht ist es deshalb, weil damit für viele, viele Menschen auf dem Globus sinkende Kindersterblichkeit, längere Lebenserwartung, bessere Bildung und sozialer Aufstieg im großen Stil verbunden ist. Das war auch bereits in den letzten 20 Jahren der Fall. Und alarmierend, weil eine Verdoppelung des Ressourcenverbrauchs und der Emissionen von heute auf einen ökologischen Supergau hinauslaufen würde. Das alte, ressourcenfressende und energieintensive Wachstumsmodell ist nicht steigerbar. Da gibt es für mich kein Vertun. Aber Nichtwachstum ist jedenfalls im globalen Maßstab auch keine Alternative. Und deshalb lautet die zentrale Herausforderung der kommenden Jahrzehnte, das globale Wachstum in eine grüne Richtung zu lenken. Vom Raubbau an der Natur zum Wachsen mit der Natur. Das ist die Idee hinter dem Buch. Und ich bin überzeugt davon, dass wir uns auch in der Bundesrepublik und in Europa größere Ziele stecken können als die gerechte Verteilung eines schrumpfenden Wohlstands. Europa hat das Potenzial, hat alle Voraussetzungen, um zum Vorreiter einer neuen industriellen Revolution zu werden. Und für mich wäre es absurd, wenn wir versuchen würden, uns abzukoppeln von dieser dynamischen Weltwirtschaft, statt zu versuchen, zu einem Pionier zu werden für nachhaltiges Wachstum, für eine florierende, für eine prosperierende Ökonomie, die die natürlichen Lebensgrundlagen nicht zerstört. Im Kern geht es dabei um die Abkopplung von ökonomischer Wertschöpfung und Naturverbrauch.
Das ist die große Herausforderung. Und dafür braucht es eine doppelte Kraftanstrengung, eine kontinuierliche Steigerung der Ressourceneffizienz und eine weitgehende Dekarbonisierung der Ökonomie. Also den Übergang von fossilen zu erneuerbaren Energien, von begrenzten zu erneuerbaren Rohstoffen, von der Wegwerfgesellschaft zur Kreislaufökonomie, eine alte grüne Idee. Die alte Formel, Steigerung des Outputs, also ökonomisches Wachstum durch gesteigerten Input, also durch mehr Rohstoffverbrauch, mehr Energieverbrauch, die führt tatsächlich zum Ruin des Planeten. Die Formel der Zukunft heißt, aus weniger mehr machen. Das ist sozusagen ein neuer Sinn des alten grünen Slogans, weniger ist mehr. Aus weniger an begrenzten, an knappen natürlichen Ressourcen, an mehr an Wohlstand zu erzeugen. Und das ist ein gewaltiges Innovations- und Investitionsprogramm. Wir unterschätzen leicht, wenn wir vom ökologischen Umbau der Industriegesellschaft sprechen, dass es dabei im großen Umfang um Investitionen geht, um ressourceneffiziente Technologien, um regenerative Energien, um intelligente Stromnetze, neue Werkstoffe, vernetzte Stoffkreisläufe, Elektromobilität, Modernisierung des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs, Umbau der Städte, CO2-Recycling, Verknüpfung von Hightech und Biolandwirtschaft. Das sind nur so ein paar Stichworte. Also im Grunde eine komplette Erneuerung unserer Infrastruktur und unseres Produktionsapparats. Und wer diesen ökologischen Umbau der Industriegesellschaft will, der braucht mehr an Erfindungsgeist und mehr an Unternehmerinitiative und mehr an Innovation und nicht weniger. In einer schrumpfenden Volkswirtschaft sinken auch die Investitionen. Die Erneuerung des Kapitalstocks verlangsamt sich und nötig ist aber gerade das Gegenteil. Auch deshalb macht es aus einer ökologischen Perspektive wenig Sinn, sagen, eine Degrowth-Strategie zu betreiben, weil sie gerade zu einer Verlangsamung dieser Transformation führt. Ich bin überzeugt davon, dass wir schon mitten in einer industriellen Revolution stehen, die nicht nur die Produktionssphäre, sondern auch unsere Alltagswelt verändern wird, vergleichbar der Elektrifizierung oder dem Siegeszug der digitalen Technologien. Wir müssen vorwärts zu einer neuen Synthese von Natur und Technik. Ernst Bloch hat dazu in seinem Prinzip Hoffnung, seinem philosophischen Hauptwerk, den schönen Begriff der Allianztechnik gefunden. Also der Koproduktion oder der Koevolution von Mensch und Natur. Ich nenne das in dem Buch Wachsen mit der Natur. Und das heißt auch Lernen von der Natur. Die Evolution hat großartige Erfindungen hervorgebracht, von denen wir lernen können, angefangen von der Aerodynamik von Fischen, die jetzt Pate steht bei der Konstruktion von Schiffen und Fahrzeugen, oder der Elastizität und Reißfestigkeit von Spinnenfäden, die sagen, jede bisherige künstliche, jeden Kunststoff oder Stahl übertrifft, oder die Fähigkeit von Bakterien zur Umwandlung von Schadstoffen, die wir zur Sanierung kontaminierter Böden nutzen. Es gibt unendliche Beispiele dafür, wie wir aus der Kreativität der Evolution selbst lernen können. Dazu gehört auch das Produzieren und Konsumieren in Stoffkreisläufen. Die Natur kennt keinen Abfall. Heißt das, dass es keine Grenzen des Wachstums gibt? Es gibt ökologische Grenzen des Wachstums. Das ist für mich auch außer Frage, deren Überschreiten zu katastrophalen Verwerfungen führt, zu einer Gefährdung der menschlichen Zivilisation. Das sind vor allem drei. Das ist die Stabilität des Erdklimas, das ist die Verfügbarkeit fruchtbarer Böden, diese Humusschicht von 20 bis 50 Zentimeter, von denen die Welternährung abhängt und die zunehmend erodiert, die zunehmend knapper wird. Und das ist die Verfügbarkeit von Süßwasser. Wir haben in wachsenden Bereichen der Welt bereits heute eine Trinkwasserkrise.
Der springende Punkt ist aber, dass aus diesen roten Linien, die durch die Tragfähigkeit der globalen Ökosysteme bestimmt ist, dass aus diesen roten Linien keine fixen Grenzen für die ökonomische Wertschöpfung folgen. Was Menschen auf diesem Planeten möglich ist, wird nicht in erster Linie durch geophysikalische Faktoren bestimmt. Unsere allerwichtigste Ressource heißt Kreativität. Das gilt auch für den Faktor Energie. Energie ist nicht begrenzt auf dem Planeten. Dabei geht es nicht nur um die Gewinnung von Strom und Wärme aus Sonnenenergie, sondern perspektivisch um die Photosynthese, also die Umwandlung von Sonnenlicht, Wasser und CO2 in biochemische Energie als Basis einer neuen Produktionsweise. Ich will keinen Gegensatz aufmachen zwischen einem verantwortlichen, wenn man will, moralischen Lebensstil und wissenschaftlich-technischer Innovation. Es ist gut und richtig, weniger Fleisch zu essen, mehr mit dem Rad und mit der Bahn zu fahren, keine Produkte zu kaufen, für die die Menschen geschunden werden oder Regenwälder abgeholzt werden. Aber ein nüchterner Blick auf die Größe der ökologischen Herausforderung zeigt, dass sie mit Appellen zur Genügsamkeit nicht zu bewältigen ist. Nullwachstum löst kein einziges ökologisches Problem. Das bedeutet ja nur, dass der Naturverbrauch konstant bliebe. Und auch weniger vom Gleichen ist nicht genug. Wenn es richtig ist, dass wir bis zur Mitte des Jahrhunderts die CO2-Emissionen global mindestens halbieren müssen, bei gleichzeitig wachsender Weltwirtschaft und der Hoffnung von Milliarden Menschen auf sozialen Ausstieg, dann ist das nicht zu schaffen, indem diese relativ kleine Schicht global gesehen der Wohlhabenden auf dieser Welt zur Enthaltsamkeit verdonnert werden. Ohne groß angelegte Effizienzrevolution und den Übergang zu erneuerbaren Energien werden wir den Wettlauf mit dem Klimawandel nicht gewinnen. Und wenn wir mal die Energiewende als Pilotprojekt für diese ökologische Transformation nehmen, dann wird das sofort deutlich. Eine Reduktion von 90% CO2-Emissionen in unserem Energiesystem ist nicht zu schaffen, indem wir nur noch 2 Stunden am Tag das Licht anschalten oder die Heizung auf 10 Grad runterregeln und nicht mehr fliegen und keine Ananas oder Avocados mehr essen, weil sie ja importiert werden müssen, und die Waschmaschine abschaffen und auf das stromfressende Internet und Computer und Handys verzichten, selbst wenn wir dazu bereit wären, was ich bezweifle, sondern es ist eine große Innovation mit erneuerbaren Energien, mit intelligenten Stromnetzen, mit neuen Technologien, mit mehr Ressourceneffizienz, mehr Energieeffizienz, mit intelligenten Gebäuden, die mehr Strom erzeugen, als sie verbrauchen. Die Beispiele lassen sich endlos vergrößern. Also ein dynamischer Prozess der Erneuerung unseres Energiesystems, der gleichzeitig neue Jobs und Einkommen schafft. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir uns in eine Sackgasse begeben, wenn wir sagen, Ziel der ökologischen Politik ist ein anderer Mensch. Mir geht es nicht um die Umerziehung des Menschen, sondern Ziel ökologischer Politik muss eine radikal andere Produktionsweise sein. Das hat auch einen Demokratieaspekt. Wenn man behauptet, dass die ökologische Krise nur zu bewältigen ist durch eine drastische Reduktion von Produktion und Konsum weltweit, dann landet man sehr schnell bei autoritären Konsequenzen. Wenn die Menschheit nicht freiwillig auf materiellen Komfort, auf geräumige Wohnungen, auf Autos und Flugreisen, auf Mode, auf Mobiltelefone, Computer und so weiter verzichten will, ja, dann muss man sie zu ihrem Glück nötigen. Und dann gerät die Demokratie im Namen der Ökologie in Gefahr. Und man kann diese autoritäre Versuchung der Ökologie schon in den Limits to Growth nachlesen. In diesem epochalen Werk von 1972, ohne die Bibel der Grünen Bewegung.
Wenn man das nochmal liest, dann sieht man, dass das hinausläuft auf eine rigide Kontrolle von Produktion und Konsum und selbst der Geburtenraten. Und ich will keine Gesellschaft und keine ökologische Utopie, die geprägt ist von rigider Moral und rigiden Vorschriften. Also nicht von dem Du darfst nicht, sondern von der Perspektive auf eine Zukunft, die voller Möglichkeiten steckt, ohne die Menschen aus ihrer Selbstverantwortung, aber auch nicht aus ihrer Freiheit zu entlassen. Das ist mir ein zentrales Anliegen. Die Grünen sind für mich ein politisches Projekt, das auf der Kombination von Ökologie und Demokratie beruht. Und diese Verbindung dürfen wir nicht aufgeben, auch weil die Demokratie letztlich die innovativere und die eine Gesellschaftsform, eine politische Form ist, die korrekturfähig ist. Ich lasse es jetzt hiermit, rede jetzt nicht mehr über den ganzen politischen Rahmen, den man dafür braucht. Ich glaube keineswegs, dass das von alleine alles kommen wird, sondern dass wir eine sehr aktive Politik dafür brauchen, Politik, die ökologische Leitplanken für die Märkte setzt, auf globaler und auf nationaler Ebene. Eine starke Zivilgesellschaft, eine kritische Zivilgesellschaft, Opposition, Skandalisierung aus der Gesellschaft heraus ist eine wichtige Korrektur, aber eben auch die Kraft, die aus der Wissenschaft kommt und die Innovationsfähigkeit von Unternehmen. Und in der Allianz können wir, glaube ich, diese große Transformation schaffen. Vielen Dank. Ja, Sie haben es alle gehört, es geht um Kreativität, es geht um Ideen. Nullwachstum löst kein einziges Problem. Und wie man das jetzt macht mit dem Intelligentwachsen, das werden wir jetzt auf dem Podium diskutieren. Und zum Glück ist hier eine Runde zusammengekommen zur Diskussion, die muss man nicht lange vorstellen. Deswegen geht es jetzt auch ganz schnell voran. Als Gäste des Abends begrüße ich erstmal Professor Klaus Töpfer. Also wer sich je in seinem Leben mit Umweltpolitik beschäftigt hat, ist an diesem Mann nicht vorbeigekommen. Er war viele Jahre Umweltminister, und zwar der Bundesumweltminister, der der Umweltpolitik Leben eingehaucht hat. Dann war er, lange Zeit hat er das United Nations Environment Program geleitet in Nairobi. Er ist also bestens vertraut mit den ökologischen Wachstumsfragen auch in anderen Teilen der Welt, was auch sehr wichtig ist. Und zurückgesetzt hat er sich auch noch nicht, sondern auch noch ein neues Institut gegründet, das Institut für Advanced Sustainability Studies. Oh Gott, jetzt stolper ich auch noch darüber. Nachhaltigkeitsstudien nennt man es einfach, ich muss es eh übersetzen hier, in Potsdam, ja, wo er jetzt sehr viel unterwegs ist, aber heute Abend Zeit gefunden hat, hier zu sein und mit Ihnen zu diskutieren. Dann ist auch noch da Renate Künast. Bitte aufstehen. Ja, in Berlin kennt sie natürlich sowieso jeder. Fraktionsvorsitzende der Grünen und langjährige Landwirtschaftsministerin, die Landwirtschaftspolitik nicht für die Landwirte nur allein gemacht hat, sondern auch für die Menschen, nämlich für die Verbraucher, die das damals zusammengebracht hat. Ja, und die möglicherweise auch irgendwann wieder was werden will, oder? Wenn es dann die nächste Wahl zu gewinnen geht. Aber das bleibt unter uns hier im Raum. Oh Gott, jetzt habe ich selbst vergessen, es gibt ja einen Livestream. Und dann haben wir noch Dr. Erik Schweitzer. Ja, da muss ich auch möglicherweise für die Berliner gar nicht so viel sagen. Präsident der Industrie- und Handelskammer in Berlin. Gleichzeitig führt er ein Industrieunternehmen, nämlich Alba, Familienbetrieb, Entsorgungsunternehmen, und zwar schon seit 20 Jahren. Ist auch im Nachhaltigkeitsrat der Bundesregierung und kann sogar einen Müllwagen fahren, wie ich bei meinen Vorrecherchen gelesen habe. Aber ja, vor allen Dingen...
Vor allen Dingen lebt er einerseits davon, dass alle immer mehr konsumieren, weil der Müll ja heute nicht mehr richtig Müll heißt, sondern es sind eigentlich alles Rohstoffe, oder? So haben wir das besprochen. Ja, und mein Name ist Alexandra Borchert. Ich bin Chefin vom Dienst bei der Süddeutschen Zeitung und werde Sie durch diesen Abend führen oder habe damit bereits begonnen. Herr Töpfer, fangen wir doch einfach bei Ihnen an. Herr Füchs ist ja nun, wie ich ja schon sagte, ein großer Optimist. Im Moment ist ja eher die Gegendebatte sehr angesagt. Es geht eigentlich darum, wie wachsen wir weniger, wie kann man von allem weniger konsumieren, wie kriegen wir das alles hin? Ist Herr Füchs einer von gestern oder ist er eher einer von morgen? Ja, genau, Sie müssten. Ja, zunächst mal herzlichen Dank für die Einladung. Gratulation an Herrn Füchs, dass er ein Buch mit so viel Herzblut, wie hat er gesagt, sich aus den Rippen gerissen hat. Ich hätte da was anderes vermutet an dieser Stelle, aber das ist... Aus dem Kopf. Ich habe sie nur zitiert, deswegen. Ich glaube, dass auch bei dem, was dargestellt wurde, gerade schon die Überzeugung überkam, das ist nicht berechnend geschrieben, sondern das ist aus großer Überzeugung geschrieben, was man nicht bei jedem Buch sagen kann. Im Allgemeinen aber auch nicht von vornherein dazu führt, dass ein so geschriebenes Buch immer ein richtiges Buch ist. Das muss man auch dazu sagen. Und deswegen muss man es sehr genau lesen und man muss sich darüber Gedanken machen, wo ist denn das, was man auf die Seite des Habens legen soll und wo muss weiter darüber diskutiert werden. Wo gibt es möglicherweise auch andere Ergebnisse dabei. Zum einen, und Sie haben das ja freundlicherweise erzählt, ich bin relativ lange, nämlich 8 Jahre lang in Afrika mit meinem Hauptsitz gewesen, war bei den Vereinten Nationen. Und wenn ich dorthin gekommen wäre und hätte gesagt, also pass mal auf, wir haben im Norden der Welt all die Ressourcen so verbraucht, für euch ist nicht mehr da, also jetzt ist Grenzen des Wachstums angesagt, dann hätte ich mir sicherlich eine Fluchttür vorher sichern müssen. Das ist völlig klar. Und dasselbe gilt natürlich auch für die Tatsache, wenn ich dort sage, also erneuerbare Energien sind notwendig. Wenn ihr fossile nehmt, ist Klimawandel. Also kein Klimawandel, hätten sie auch gesagt, Augenblick mal, wir verbrauchen weniger als 1 Tonne CO2 pro Jahr und Kopf und ihr verbraucht mehr als 10. Da geht man nach Hause und macht das dort, kommt aber nicht zu uns. Also, dass dort Armut zu überwinden ist, als eine der zentralen Aufgaben und dass man dazu zum Beispiel Energie braucht, ist ganz unstrittig. Also ich glaube, das können wir auf der Seite abhaken. Ich glaube, niemand kommt auf die Idee und sagt, in dieser Welt, die auf 9 Milliarden Menschen anwachsen wird, kannst du das Ziel erreichen, indem du sagst, aber wirtschaftliche Entwicklung ist nicht mehr. Ich glaube, das ist deutlich. Wer das sagt, sollte sich nicht vor Ort begeben. Und wenn wir in diese Frage der Zahlen mit hineinkommen, ist das noch deutlicher. Das wird schon ein bisschen differenzierter. Wenn wir zu der Zahl, wir steigen auf 9 Milliarden an, hinzufügen, aber es gibt Bereiche in dieser Welt, bei denen ist nichts mehr mit Bevölkerungsanstieg, sondern mit einer Reduktion. Und dann fragst du ja schon mal zurück, und Herr Füchs argumentiert ja auch so, eigentlich ist Bevölkerungswachstum immer ein Treibriemen für wirtschaftliche Entwicklung gewesen, für Wachstum. Gilt das andersrum auch? Muss eine Gesellschaft, die in ihrer Bevölkerung rückläufig ist, nicht dann hingehen und sagen, Augenblick mal, das kann ja nicht mehr sein, dass wir unsere soziale Stabilität nur dadurch erreichen können, dass wir weiterhin ein reales Wirtschaftswachstum haben. Und auf Seite 79 dieses Buches steht dann auch, was mich sehr überrascht hat, nachdem ich die ersten 78 Seiten gelesen hatte, steht dann parallel, Klammer auf, nicht alternativ, Klammer zu, zu einer forcierten Innovationspolitik müssen wir damit beginnen, die Wachstumsabhängigkeit unserer Gesellschaft zu reduzieren. Wohlgebrüllt. Das ist genau auch wohl die Sache. Und die Frage, Herr Füchs, die mich immer bewegt hat, wenn ich das gelesen habe, Sie sagen, Nullwachstum heißt Stagnation und die Bewahrung der Verhältnisse so, wie sie sind. Das stelle ich ziemlich nachdrücklich in Frage. Natürlich werden wir auch dann, wenn wir nicht einen Nettozuwachs in der Rechnung, die wir damit verbinden haben,
eine Umstrukturierung unserer Gesellschaft, dann wird sich vieles verändern. Und natürlich brauchen wir das auch in die Technologien hinein. Wenn Sie schreiben, also unsere CO2-Emissionen werden, wie viel Prozent? 2,4%, glaube ich, sein. Dann ist das ja richtig. Aber und dann herauszufolgern, also brauchen wir eigentlich nichts zu machen, ist der falsche Weg. Ja, endlich habe ich nur so weit, dass es nicht wert ist. Das ist schon mal gut. Meine Meinung ist, und das, da schließt sich das wieder an, ich sage, unsere Verpflichtung ist es natürlich zu belegen, dass man auch einen anderen Lebensstil haben kann, der mit weniger Energie auskommt und deswegen auch mit weniger CO2 und vor allen Dingen in solche Technologien zu investieren, die es anderen ermöglichen, wirtschaftliches Wachstum zu bekommen, ohne dass sie dieses über die Belastung der Umwelt weitertragen. Da bist du wieder bei Füchs. Ich ärgere mich zum Beispiel darüber, dass wir bei der ganzen Diskussion über die Energiewende bei uns nicht einmal darüber sprechen, dass wir damit die Entwicklungsmaßnahme par excellence machen. Wenn es uns wirklich gelingt, erneuerbare Energien in eine Preiskategorie hinein zu fördern, die es in wettbewerblichem Verhältnis zu fossilen Energieträgern bringt, dann gehe ich wieder zu Klimakonferenzen der jetzt vorhandenen Art. Denn dann haben wir eine andere Möglichkeit. Also, Sie sehen, die ersten Beiträge für meine Begriffe jedenfalls, vieles davon ist auf der Habenseite abzuhandeln. Ganz klar, das Wachstum, das wir bisher gehabt haben, ist nicht ein Modell für die Welt der Zukunft. Wir müssen es energieleichter, ressourcenleichter machen, aber wir können nicht von vornherein sagen, dies bringt auch dazu, dass wir über Wachstum der Grenzen nicht mehr nachzudenken haben, sondern dass wir das sehr genau tun müssen. Forschung nebenbei war auch immer in der Vergangenheit ein Beitrag dazu, dass sie Grenzen verändert haben. Meistens haben wir aber nicht darüber nachgedacht, was bedeutet es denn, dass die Grenzen sich verändert haben. Das ist das, was Hans Jonas auch geschrieben hat, den Sie auch mal zitiert haben. Hier würde ich noch ansetzen, brauchen wir noch ein bisschen mehr nachdenken, als wir es bisher gemacht haben. Okay. Also Sie, wenn ich Sie richtig verstanden habe, meinen Sie Lebensstile, zwei verschiedene Lebensstile, also zwei Welten, die schrumpfen, die sollen sich auch überlegen, bitte, wie kommt man mit weniger aus? Und die anderen, die aber noch nicht genug hatten, die dürfen ruhig noch ein bisschen wachsen. Frau Kühners, Lebensstile, Sie sagen ja ganz klar, weniger ist mehr, haben Sie auch kürzlich erst wieder in einem Interview gesagt. Nicht, dass Sie Wachstum in Abrede stellen, aber dieses weniger ist mehr ist für Sie ganz wichtig, ne? Ja, weil ich glaube, dass es am Ende ohne eine Lebensstil- und Verhaltensdebatte gar nicht auskommt. Warum? Weil alles, was wir bisher an technischer Entwicklung haben, an Effizienz, führt ja manchmal dazu, ich will das platte und schlichte Beispiel nutzen, dass man einen A++-Kühlschrank zu Hause hat, aber fürs Bier den alten auch weiter behält. Dann ist nicht viel gewonnen oder der Trend zum Zweitfahrzeug geht und ähnliches. Damit ist in Wahrheit noch nicht viel gewonnen. Wenn wir sehen, wie die CO2-Reduktion bei uns ist, die ist runtergegangen durch den Zusammenbruch von Industrie in der ehemaligen DDR. Mittlerweile haben wir aber null oder sogar CO2-Wachstum wieder in Deutschland. Also obwohl wir Vorreiter sind bei Technologien, und angeblich viele verschiedene Verhaltensweisen hat, andere Autos fahren und so, zumindest ansatzweise schon anders bewegen, immer mehr Fahrräder draußen rumfahren, stellen wir fest. Damit ist noch keine CO2-Reduzierung am Ende gewonnen. Das ist das, was wir festzustellen haben. Die Frage ist aber für mich nicht, also einmal die eine, dass wir über Lebensstile reden müssen. Wir müssen über den Wohlstandsbegriff diskutieren. Das sind zugegeben mittel- und langfristige Dinge, aber die Debatte müssen wir führen. Was ist Wohnstand? Ist es immer der BIP, das Bruttoinlandsprodukt, oder gibt es noch mehr Kriterien, was ein gutes Leben ist? Angesichts der demografischen Veränderung muss man ja auch die Frage stellen, ob es unbedingt so sein muss, dass einige gar keine, andere wenig und andere 60-Stunden-Jobs haben. Also bis hin dazu, also Zeit als Faktor, der auch ja, das ein bisschen das zum guten Leben beitragen muss. Wir kommen über diese eine Ebene nicht hinaus. Aber trotzdem, um nochmal an das, ich halte das für eine Hardcore-Frage, die nicht genussfeindlich ist, sondern einfach auch sagt, wir können nicht immer bestimmte Dinge erzählen und wir wollen nicht auf Kosten der Menschen in Argentinien leben, wir wollen kein Landgrabbing machen, indem wir ihre Anbaugebiete zu Sojaanbau, Futtersoja-Anbaugebieten für uns machen. Dem muss dann aber auch, dieser radikalen Analyse, muss dann natürlich auch eine Verhaltens- und Lebensänderung, eine Umdefinition, was ist in, ist, was ist out, irgendwie folgen. Und
Jetzt kommen wir nochmal trotzdem zu der Hardcore-Debatte. Wenn wir über Wachstum reden, würde ich gerne mal die Frage auch reden, was muss schrumpfen, was muss wachsen? Ich bin nicht wachstumsfeindlich, aber wirklich, was muss schrumpfen, was muss wachsen? Das passt zu Lebensstil, zu dieser Lebensstilfrage ja auch dazu. Was halten wir nicht mehr für in, für gut? Wo wollen wir, dass etwas wächst? Und da haben wir eine Vorreiterrolle. Und zwar nicht, indem wir einfach nur eine gute, neue, moderne Technologie zuerst haben, sondern wenn meine Vermutung wahr ist, dass von China bis Afrika bis Südamerika Menschen unseren Lebensstil nachahmen wollen, dann müssen wir uns auch vergegenwärtigen, dass wenn unser Lebensstil sich verändert, unsere Produktionsweisen sich verändert, die Kriterien für Produktion ökologisch und sozial sich verändern, dann sind wir übrigens auch, ich meine das nicht zwangsweise oder paternalistisch, aber wir sind dann faktisch auch ein anderes, nachahmenswertes Beispiel. Also wir dürfen denen dann sagen, wir haben uns eigentlich geirrt, das war nichts, Leute, macht's gleich richtig. Nee, so, nicht. Ich meine es gar nicht im Sinne von, wir dürfen denen sagen. Das ist, glaube ich, steht uns, das wäre arrogant, wenn wir das als Europäer machen würden. Sondern wir müssen zeigen, dass es anders geht. Dass eine Art von Wohlstand anders definiert mit einer anderen Technologie am Ende geht und damit ja unsere Macht als Europäische Union, als Wirtschaftsraum von 50 Millionen ausnutzen. Nicht gegen die anderen, sondern wenn andere produzieren für den europäischen Markt, haben wir Kriterien entwickelt. Und wenn einer etwas nachahmen möchte, im Augenblick ahmen die Chinesen mit Hingabe Fleischessen nach, ja, was dazu führt, dass sie uns fast noch toppen in der Frage des Landgrabbing für Futtermittel. Wenn wir wollen, dass sich was verändert, meine ich gerade eins, können wir nicht den anderen sagen, ihr dürft unsere Fehler nicht wiederholen, weil wir jetzt klug geworden sind, sondern wir müssen zeigen, dass es anders geht und dass wir es anders machen. Nur so wird ein Nachahmungseffekt und ein Vorbild drauf. Sonst wird das gar nicht funktionieren, weil die natürlich sagen werden, machen die Chinesen bei den Klimagesprächen heute schon, die sagen ja dann immer, lass uns mal einrechnen bei den Reduktionszielen, wie viel ihr schon verschmutzt habt und diese historische Last rechnen wir bitte bei Reduzierungspflichten mit ein. Also wir werden zeigen müssen, dass es anders geht und dass wir es persönlich und in der Produktionsweise können. Also dieses entkoppelte Wachsen, nur Erträge der Natur brauchen und nicht Natur aufbrauchen. Herr Schweizer, Sie sind Unternehmer, ganz klar wachstumsfreundlich, oder? Kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Also zunächst mal vielen Dank auch für die Einladung. Das habe ich sehr, sehr gerne angenommen und freue mich auch darüber, über diese Diskussion zu führen. Der erste Punkt, Herr Töpfer hatte gerade angesprochen, das Thema CO2-Einsparung, oder Frau Künast hat es angesprochen, das Thema CO2-Einsparung in Deutschland im Wesentlichen erreicht durch nach der Wiedervereinigung der verschmutzenden Industrie in Ostdeutschland durch den Abbau dort. Das stimmt übrigens nicht ganz. 25% der seit 1990 in Deutschland erreichten CO2-Einsparungen kommen durch die Recyclingwirtschaft, also durch das Abfalltrennen, durch das Deponieverbot. Das ist so, das sind 25% der gesamten CO2-Einsparungen. Ein zweiter Punkt: Wir alle erinnern uns an die Wirtschaftskrise zwar ungern, aber wir tun es wahrscheinlich zum Teil in 2008, 2009, als wir in Deutschland einen Rückgang von Wachstum, jetzt Rückgang von Wachstum hört sich ja eigentlich ein falscher Begriff, also ein negatives Wachstum von 5% hatten. Da sind uns anschließend in Deutschland die öffentlichen Haushalte auseinandergeflogen und sind die Sozialsysteme auseinandergeflogen, die Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung, Krankenversicherung, was alles nicht mehr finanzierbar war. Wir sehen, was zurzeit in Südeuropa passiert, wo die öffentlichen Haushalte und die Sozialversicherungssysteme auseinanderfliegen. Woran liegt das? Das liegt daran, dass in, jetzt mal nur auf Deutschland bezogen, in Deutschland die Sozialversicherungssysteme auf Wachstum angelegt sind. Das heißt, haben wir kein Wachstum, haben wir keine Rentenversicherung, weil es keine kapitalgedeckte ist, sondern immer. Sie kennen das Thema. Früher hat es, glaube ich, 8 Rentner gegeben, die für einen eingezahlt haben und das ist unmittelbar rein raus. Und irgendwann werden wir dabei ankommen, dass 2 Arbeitnehmer einen Rentner finanzieren mit ihrem monatlichen Beitrag. Das funktioniert nicht. Also geht es nur über Wachstum. Das Gleiche ist Pflegeversicherung, alles, was wir da haben. Das heißt, unser gesamtes Sozialversicherungsfinanzierungssystem in Deutschland geht nicht ohne Wachstum. Oder wir bauen es radikal um. Ein zweites Thema. Es gibt eine Untersuchung von Roland Berger, die ist so 3-4 Jahre her, die ist jetzt aktualisiert worden, wo mal untersucht wurde, was passiert eigentlich, wenn China mit seinen 1,3 Milliarden Menschen in den nächsten 10 Jahren so wächst wie in den vergangenen 10 Jahren mit einem Sicherheitsabschlag von 10%.
dann wird China, ich glaube in den nächsten 20 Jahren, dann wird China in 20 Jahren 90% des weltweiten Stahlvorkommens brauchen, 100% des weltweiten Papiervorkommens brauchen und 110% des weltweiten Ölvorkommens. Wir alle können uns ausmalen, dass das schlichtweg nicht machbar ist, weil der Rest der Welt wird nicht ohne Öl auskommen und der Rest der Welt wird nicht ohne Stahl und ohne Papier auskommen. Ohne Papier vielleicht schon, wenn man die Entwicklung weiter sieht, die im Netz passiert, aber der Rest weniger. Das heißt, das ganze Thema geht nur dann, wenn wir Wachstum und Ressourcenverbrauch entkoppeln. Das heißt, wir brauchen Wachstum aus den besagten Gründen. Wir dürfen nur nicht den Ressourcenverbrauch, was früher in der Vergangenheit war, dass das immer miteinander gewachsen ist, das muss komplett entkoppelt werden. Und das ist im Übrigen auch jetzt im positiven Sinne, wo sich auch wieder Ökonomie und Ökologie trifft, eine Riesenchance auch für Deutschland. Wenn wir werden unseren Wohlstand im Land nur halten können, wenn wir maßgeblich eine Industrienation sind. Das unterscheidet uns übrigens auch zu den anderen Staaten. Und eine Industrienation können wir sein, wenn wir viel unserer Produkte verkaufen, auch über Deutschland hinaus. Wir haben als Deutschland im normalen Industriebereich, grosso modo, einen Weltmarktanteil von 7%. Bei den Themen der Green Economy, also Materialeffizienz, Ressourceneffizienz, Energieeffizienz und Kreislaufwirtschaft, was sehr wissensbasiert ist und sehr kurze Innovationszyklen hat, haben wir als Deutschland einen Weltmarktanteil von 15% im industriellen Bereich. Das heißt, die Nachfrage, und jetzt komme ich zurück auf China, das werden die nur erreichen, die werden sich von uns nicht sagen lassen, weniger Wohlstand, aber das werden wir nur erreichen, wenn dramatisch genau in diese Bereiche investiert werden. Und das ist für Deutschland meines Erachtens industriell eine Riesenchance. Und manche sagen ja auch, dass in 20 Jahren in Deutschland die Bereiche der Green Economy größer sein werden, als die Automobilindustrie es momentan ist. Das sagt denjenigen, die aus Berlin kommen, wie ich, relativ wenig. Denjenigen, die aus Süddeutschland kommen und wissen, was Automobilindustrie wirklich heißt, sehr viel. Da hake ich jetzt einfach gleich mal ein. Sie aus Süddeutschland kommen. Nein, nicht wegen Süddeutschland. Sie leiten einen Betrieb mit 9.000 Mitarbeitern, 3,2 Milliarden Umsatz waren die letzten Zahlen. Und antworten Sie jetzt nur mit Ja oder Nein. Haben Sie innerhalb Ihres Betriebs Wachstum und Ressourcenverbrauch entkoppelt? Ja. Okay, wir können ja nachher nochmal drauf eingehen, weil ich sehe hier, Herr Füchs macht sich immer die langen Listen. Nein, kurze genau, Liste. Und möchte jetzt eigentlich auf alles antworten, aber mal eine Frage, Untertitel intelligent wachsen. Wer, Herr Füchs, sagt uns denn, was intelligent ist und was nicht intelligent ist? Denn die Menschen, die Atomkraft entwickelt haben, haben damals auch gedacht, das ist wahnsinnig intelligent. Man könnte jetzt natürlich ein bisschen verkürzt sagen, aus der ökologischen Perspektive kann man dafür Kriterien sagen, definieren, die heißen eben Reduktion von Ressourcenverbrauch und von CO2-Emissionen. Aber das wäre tatsächlich ein bisschen kurz. Wir brauchen dazu einen gesellschaftlichen Diskurs. Völlig klar, Technologien sind nie neutral. Und dazu haben wir ja in den letzten Jahrzehnten einige gesellschaftliche Kompetenz entwickelt, angefangen bei der Auseinandersetzung mit der Atomenergie. Also es geht immer um Bewertungsfragen, das gleiche gilt für Gentechnik, andere kritische Entwicklungen. Das ist eine Frage des gesellschaftlichen Diskurses, Chancen und Risiken dieser Techniken herauszuarbeiten und Prioritätenentscheidungen zu treffen. Ich will auf Herrn Töpfer kurz sagen, Sie haben mit feiner Nadel herausgepiekst, das Kapitel in dem Buch, das ja über den demografischen Wandel und Wachstum handelt, tatsächlich mit der Schlussfolgerung, die Sie zitiert haben, dass ich der Auffassung bin, dass wir unsere Wachstumsabhängigkeit, und zwar genau die Herr Schweizer beschrieben hat, die Abhängigkeit der öffentlichen Haushalte, der Sozialsysteme, des Arbeitsmarkts von ökonomischem Wachstum reduzieren müssen, weil wir uns angesichts eines dramatischen demografischen Wandels nicht mehr darauf verlassen können, dass wir zurückkehren werden zu den Wachstumsraten der 60er und 70er Jahre. Aber das bedeutet überhaupt nicht, Nichtwachstum zum politischen Ziel zu machen. Das will ich nur mal sehr deutlich sagen.
Und wir haben allen Grund, gerade angesichts des demografischen Wandels und der enormen Kosten, die dabei auf die Gesellschaft zukommen, für eine möglichst innovative, für eine möglichst produktive Ökonomie uns einzusetzen, die weiter teilhaben kann an dem Wachstum der Weltwirtschaft, und zwar mit intelligenten Technologien und Produkten, das heißt mit umwelteffizienten Technologien und Produkten. Punkt zwei, Renate, ich bin ein bisschen, ich frage mich immer, warum stellen die Grünen ihre Erfolge selbst so in den Schatten? Also wenn du sagst, die CO2-Reduktion der letzten 20 Jahre, die gehen auf den Zusammenbruch der Dreckschleudern in der alten DDR zurück. Dazu hat Herr Schweizer schon ein Argument genannt. Das ist auch einfach empirisch nicht richtig. Zwei Drittel der CO2-Reduktion, und zwar in Höhe von 25%, wir haben heute 25% weniger CO2-Emissionen als 1990 in Gesamtdeutschland. Und zwei Drittel dieser Einsparungen gehen zurück auf die Zeit nach 1996. Und ihre Ursachen sind die enorm gestiegene Energieeffizienz in der Industrie und der schnelle und erfolgreiche Aufbau erneuerbaren Energien. Und das sind grüne Erfolge. Das sind grüne Erfolge, die auch Mut machen können dafür, dass das möglich ist, diese Entkopplungsstrategie. Und dass wir nicht in der Falle des Rebound-Effekts, also es wird billiger und dann mehr, uns auf ewig einsperren müssen. Ja, also ich finde, auch wenn man zurückgeht nochmal auf die 70er Jahre, die enormen Umweltprobleme, die Flüsse, das Waldsterben, die Giftstoffe in unserer... Da hat es doch enorme Fortschritte gegeben. Auch eine Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Schadstoffen. Das sind Erfolge der Grünen Bewegung, nicht nur der Grünen Partei. Und darauf können wir für die Zukunft aufbauen. Das ist für mich was eigentlich Ermutigendes. Und Lebensstil, letzter Punkt. Ich bin überzeugt, also natürlich gibt es kein Recht darauf, mit dem SUV durch die Stadt zu brettern. Aber es gibt ein Bürgerrecht auf Mobilität. Und das werden sich unsere Gesellschaften und auch die neuen Gesellschaften des Südens nicht abkaufen lassen. Genauso wenig, wie wir verzichten werden auf dieses Maß an Kommunikation, das wir heute haben, an bestimmter Ästhetik, an Mode, an Lebensgenuss, an Komfort. Es geht nicht darum zu sagen, das müssen wir jetzt alles radikal einschränken, sondern wir müssen es anders machen. Anders kommunizieren, anders reisen, uns anders ernähren, auch was du richtig gesagt hast, natürlich ist die Ernährung eine Schlüsselfrage. Okay. Der Fleischkonsum ist nicht globalisierbar. Da möchte die Frau Künast jetzt gleich einsteigen. Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt gerade eigentlich drei, vier, fünf verschiedene Sachen miteinander wirklich verrühren, weil glaube ich, dass wir ein paar Sachen miteinander verrühren. Weil niemand negiert hier und ich schon gar nicht, dass wir jede Menge technischen Fortschritt haben und technologisch eine Menge miteinander verwoben haben. Und trotzdem, glaube ich, ist es so, dass wir schon an einer Wegscheide stehen, ob wir die ökologische Transformation jetzt wirklich betreiben wollen. Und die heißen auch, keine Scheu zu haben, Regelwerke, Rahmenbedingungen aufzulegen, also zum Beispiel keine Scheu zu haben, tatsächlich für Autos und Neuwagenflotten ehrgeizige Dinge aufzulegen, heißt keine Scheu zu haben bei der Energiewende, das ist ja die Hausaufgabe, die jetzt zu machen ist, da haben wir jetzt erstmal nur einen Türöffner gemacht, einen Türöffner für erneuerbare Energien und sind bei 25% erneuerbarem Strom gelandet, haben aber doch bedauerlicherweise 1% Gebäudesanierungsquote für einen Gebäudebestand. Da wären wir in 100 Jahren einmal durch alle. Bis dahin ist die Technik auch schon, ich glaube, fast genauso oft neu entwickelt worden, was man alles in der Gebäudesanierung tun kann. Also man erkennt an solchen Sachen, ich könnte noch mehr Beispiele nennen, dass aber eine Umstrukturierung wirklich noch gar nicht stattgefunden hat. Ja. Und da will ich eigentlich mal drauf, dass wir haben mit neuer Technologie hier und da ein bisschen was eingespart, wir haben aber trotzdem den Trend, und das hat gar nichts mit Verboten oder so zu tun, zum SUV, also wer alles so hier durch Berlin fährt und so tut, als hätte er irgendwie in Bayern, in Brandenburg auf dem Land, irgendwo hinter der dicken, tiefen, nassen Furche sein Haus, wozu er dann SUV, Jeep ähnlich braucht, und eben der Zweitkühlschrank und. Also wenn wir an der Stelle stehen, wir glaube ich auch an der Wegscheide. Die Wegscheide, wollen wir jetzt den Weg einer wirklichen Transformation
ökologisch und sozial gehen. Und das heißt anders produzieren, den Mut für Rahmenbedingungen haben, den Mut im Energiemarkt Leitplanken neu zu setzen, damit es sich verändert hat und eben auch unsere veränderte Verhaltensweise. Und ich glaube schon, dass man sozusagen, also an der Stelle die Konsumenten, die Verbraucher eine herausragende Rolle spielen. Wir haben letzte Woche bei unserem Energiekongress übrigens eins erfahren, dass der Mastio, der neue Chef von NBW, eins erzählt hat, was sie an verschiedenen Stellen schon andeutete. Es geht jetzt auch um neue Strukturen. Wenn die vier großen Energiekonzerne, und jetzt da letzte Woche NBW sagt, mir hatten das RWE-Leute vor kurzem auch schon mal erzählt, dass plötzlich nicht mehr die Aufteilung von vier Energiekonzernen, die sich Deutschland aufgeteilt haben, bei Produktion und Vertrieb sozusagen, herrscht, sondern dass die sich gar nicht mehr verlassen können angesichts der vielen erneuerbaren Energien, stundenweise sogar 100%. Sie sind nicht mehr einfach groß und stark und starke Lobbys, an denen keiner vorbeikommt. Sie müssen sich ganz anders neu ausrichten, ihre Finanzen neu ausrichten und sie haben eine neue Spezies entdeckt, die heißt Prosumer. Also nicht Consumer, auch nicht Producer, sie heißt Prosumer. Aus beiden. Er sagt, die Kunden heute bestimmen, welche Energie produziert wird. Ja, die bei den Unternehmen teilweise 100% Wechsel im Jahr. Bei den Konsumenten geht es schon, also Privatkonsumenten an 20%. Die bestimmen in Zukunft, was wir produzieren und das geht im digitalen Zeitalter noch schneller. Das soll ich mal als Beispiel dafür nehmen, dass ich finde, dass wir überhaupt erst am Anfang sind und ich habe dieses Energiebeispiel genommen, weil ich eines sagen will, es geht nicht nur für mich um die theoretische Debatte Wachstum entkoppeln, nicht entkoppeln, sondern gehen wir darüber mit vielen Worten lang. Wir werden, und es wird auch nicht einfach, wir werden die Machtfrage stellen müssen. Es wird nicht ohne Kämpfe gehen, weil es zum Beispiel bei den Energiekonzernen ja auch die Frage war, verteidigen sie ihr altes Geschäftsmodell oder werden wir so groß und stark, dass es wirklich ganz neue Strukturen auf einem wirklichen, ehrlichen Energiemarkt gibt, die heißen, dass diese vier alten Großen sich jetzt auch komplett neu ausrichten müssen. Und es ist für andere Bereiche genauso. Fürs Wohnen, fürs Essen, wie geht Mobilität, müssen wir die Machtverhältnisse verändern. Also als erstes finanzieren wir die Schiene und geben ihr das Privileg und das Prä oder dem Fahrradweg. Und wir verbieten keine SUV, wir machen ihn nur teuer und er fährt am Ende auf einer Spur und nicht auf dreien, weil das Recht auf Mobilität heißt, einen bezahlbaren öffentlichen Verkehr zu haben. Das sind aber alles keine Spaziergänge und es ist nicht nur ein theoretisches Entkoppeln, sondern das heißt wirklich um die alten Machtstrukturen kämpfen und genau die Weichenstellungen jeweils identifizieren. Da würde ich gerne hinkommen zu der Sie Debatte. Sie sagen Machtfragen. Ich würde einfach gerne noch bei dem Punkt bleiben, wer sagt, was ist intelligent? Brauchen wir eine super Öko-Weltbehörde? Sie sagten pluralistischer Diskurs, der interessendemokratischer Diskurs hat jetzt 30 Jahre gedauert. Grüne Ideen sind tatsächlich sehr weit verbreitet. Wir haben das mit dem Entkoppeln so ein bisschen geschafft, aber schauen wir mal, ob wir noch 30 Jahre Zeit haben. Herr Töpfer, Sie sind ganz erfahren auch im demokratischen Diskurs, in der Demokratie. Was schätzen Sie, wie lange wir brauchen, um dieses Programm, was Herr Füchs hier so in ungefähr 17 Punkten aufgeführt hat, umgesetzt haben? Also zunächst noch zu Ihrer Frage, was ist die wünschenswerte, die intelligente Technik? Ich glaube, wir sind dann gut beraten, wenn wir nicht in solche Techniken einsteigen, die eigentlich nicht mehr veränderungsfähig sind. Das ist die Demokratieprobe für meine Begriffe. Ein Beispiel haben wir gesehen und ich fand das gut, dass man darauf auch, ich will nicht sagen den Mut, aber die Verantwortung sah, zu reagieren. Es sind viele meinen Gaben gesagt, wir werden sehr viel mehr Energie aus Biomasse bekommen. Wir sehen, dass das eine Entwicklung ist, die heute dazu führt, dass wir eine Landschaftsveränderung selbst in Deutschland haben, die keiner will. Und dass man dann hinkommt und sagt, diese wünschenswerte Technik ist nicht mehr wünschenswert. Steht nebenbei im Kern auch bei Füchs genauso drin. Insofern ist für mich die Frage der Demokratiefähigkeit und der Globalisierungsfähigkeit von Techniken zentral. Also Windanlagen kann man ja wieder abbauen. Sie meinen, das ist besser. Ich bin sehr der Überzeugung, dass die Vorteilhaftigkeit der erneuerbaren Energien auch und gerade darin besteht, dass sie globalisierungsfähig sind. Mhm. Das ist ein ganz zentrales Kriterium für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat man ja erlebt. Wir können natürlich hinkommen und ich sehe das ja auch, Sie haben es erwähnt, also eine Notwendigkeit, dass wir Kreisläufe schließen. Nachhaltigkeit heißt für mich, Kreisläufe geschlossen haben. Kreisläufe geschlossen haben heißt, keine Abfälle zu haben, das hat er auch erwähnt. Die Natur kennt keine Abfälle. Ich komme gerade von der Leipziger Buchmesse,
wo wir genau dieses Buch von Karl von Karlowitz vorgestellt haben. Der ist in diesem Jahr 300 Jahre zu feiern. Ich sehe die fragenden Augen, also die allermeisten wissen wahrscheinlich nicht, wer Karl von Karlowitz war, aber das ist der Urvater der Nachhaltigkeit, der als Oberberghauptmann in sächsischen Diensten festgestellt hat, man solle nur so viel Wald oder Holz einschlagen, wie in diesem Jahr auch wieder nachwächst. Eigentlich ganz naheliegend, das, Herr Füchs, wäre die Suffizienz. Halte dich an die Grenze, die damit gegeben ist. Der Mensch hat aber deutlich auch anders reagiert. Er hat nämlich gesagt, wenn du nur so viel einschlagen darfst, wie nachwächst, tu alles, dass du solche Bäume findest, die schnell nachwachsen. Also kannst du auch sagen, Karl von Karlowitz, der Urvater der deutschen Fichtenmonokulturen. Ist ja ganz wichtig. Verstehen Sie? Also insofern ist die Frage, was ist die richtige Technik, eine für mich nicht zu beantworten, es sei denn, dass ich sage, sie muss änderbar sein und sie muss globalisierungsfähig sein. Ich sehe in der Kernenergie vieles, aber nicht eine Globalisierungsfähigkeit. Also wenn wir uns über diese Dinge bereits einigen, können wir sie ausscheiden als eine der Möglichkeiten. Ein weiteres hinzu, ich sage, wer kann dagegen noch irgendwo eine Einwendung haben? Wir werden für 9 Milliarden Menschen nicht dieselben Techniken haben können und denselben Abfall haben können, wie wir ihn uns jetzt leisten. Es muss also eine Entkopplung stattfinden. Haken wir das mal ab, das ist nun mal akzeptiert. Die Frage ist nur, ob das schon die Antwort ist oder ob das nicht erst die Fragestellung ist. Darum geht es mir. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe mich sehr beeindruckt gezeigt, als das Land Sachsen-Anhalt bei seiner Stadtplanungskonzeption die Überschrift gewählt hat, weniger ist Zukunft. Ich fand das toll. Ich fand das wirklich toll, dass ein Bundesland das weiß, wir gehen in der Bevölkerung zurück, sich dann fragt, wie gestalte ich denn das als eine Zukunftschance? Und das ist das etwas, was mich an dem Buch unruhig macht. Gott sei Dank, wenn ein Buch einen nicht mal unruhig macht, braucht man es nicht zu lesen. Dann hakst du nur überall am Sack, meine ich auch so. Das wäre dann nicht spannend. Mich macht es unruhig zu sagen, wir können eigentlich nur Änderungen erreichen, wenn wir wachsen. Ich glaube, wir haben viel zu lange, auch in der Ökonomie, uns nur beschäftigt mit einer Theorie des Wachstums. Eine Theorie des Schrumpfens gibt es nicht. Und dann kommen wir in die Abhängigkeiten hinein, die Sie gekennzeichnet haben. Wenn ich ein System aufbaue auf der Hypothese, aber die Wirtschaft wächst, kann ich mich nicht wundern, dass in dem Moment, wo sie nicht wächst, dieses System nicht mehr aufgeht. Wenn du eine der begründenden Hypothesen wegnimmst, aber die Frage wäre doch, wie sähe denn ein solches System aus, wenn du nicht von dieser Hypothese ausgehst? Das kannst du nicht revolutionär machen. Das ist der schöne Osterhammel, der Historiker hat mal in der Erörterung der ersten industriellen Revolution gesagt, dass niemand damals der Meinung war, man sei in einer Revolution. Die Menschen merken es meistens nicht, dass sie sich revolutionären Veränderungen gegenübersehen. Das wollte ich mit herausgearbeitet haben, gerade auch in der Zeit, und leider hat Herr Füchs in seiner einleitenden Darstellung das nicht angesprochen, was ich für ganz wichtig halte. Er hat sich natürlich auch ein Stück damit auseinandergesetzt, wie sieht denn das in einer Welt aus, in der der Mensch eigentlich die bestimmende Größe geworden ist. Das ist Paul Crutzen, das ist das Anthropozän. Das ist, wenn Sie das sich etwas kurzfristiger ansehen wollen, das Ergebnis des Potsdam Symposium Sustainability in Nobel Course, wo drin steht, Mankind is a quasi geological force. Menschheit ist eine quasi geologische Kraft geworden. Was besagt denn das für unser Handeln in einer Zeit, wo wir Ungleichgewichte haben in der Bevölkerungsentwicklung, wo wir massive Ungleichgewichte haben in der Wohlstandsentwicklung? Sie müssen ja sehen, der Zug, unser Modell zu übernehmen, hat auch etwas damit zu tun, dass dies eigentlich das Ressourcenschwere ist. Warum können wir nicht dazu beitragen, dass wir auch eine solche Lebensvorstellung haben, die ressourcenleichter und energieleichter ist? Das ist doch nicht Verzicht, das ist doch neue Chance. Wir preisen überall die Bhutaner, weil sie sagen, wir wollen nicht so Gross National Product, sondern Gross National Happiness.
Wir haben eine Enquetekommission im Bundestag, der sich damit beschäftigt. In Ecuador sagen sie, wir gehen auf die Versuche hinaus, Bon Vivir, Pachamama-Modelle. Ich hätte es sehr gerne gesehen, wenn wir gesagt haben, Leute, es gibt auch eine Tendenz in dieser Welt, die nicht mehr sagt, das ist die nachhaltige Entwicklung, sondern es gibt nachhaltige Entwicklungen. Es gibt kulturell indizierte Entwicklungsstrukturen. Das macht die Welt vielfältig. So machen wir sie einfältig und das macht mich unruhig. Wenn man es so beschreibt wie Sie, Herr Töpfer, dann gibt es natürlich bei dem Ganzen Gewinner und Verlierer. Herr Schweizer, Sie gehören jetzt mit Ihrem Unternehmen sicherlich zu den Profiteuren dieser Entwicklung. Für Sie ist es gut, wenn Sie wachsen. Sie sagten ja selber, Bedeutung der Umweltindustrie wird zunehmen, aber Sie vertreten ja auch viele Unternehmen aus verschiedenen Branchen, möglicherweise bald noch mehr, wenn demnächst eine bestimmte Wahlentscheidung getroffen wird. Wer werden denn die Verlierer sein dieser Entwicklung? Verlierer werden immer die sein, das gilt aber für jeden Markt, die sich nicht rechtzeitig anpassen an Veränderungen und die nicht innovationsfähig sind, die nicht wettbewerbsorientiert sind, die Entwicklung, die kommen, nicht richtig antizipieren. Und Gewinner werden diejenigen sein, die genau jenes tun. Ja, zum Beispiel die Autoindustrie, das ist ja genau der Punkt, wenn eben nicht mehr jeder Chinese ein Auto fährt, was macht dann die deutsche Autoindustrie? Gehen die alle dann in die Umweltindustrie? Ja, bisher fährt ja nicht jeder Chinese ein Auto, also Gott bewahre uns, dass es so kommt. Ja, was tun wir damit? Der Punkt, glaube ich... Natürlich, bauen selbst ihre Elektroautos. Ich glaube, dass die Frage ist ja, wie erreichen wir eine deutliche Steigerung an Ressourceneffizienz, Energieeffizienz und Materialeffizienz. Und ich bin Mensch, der immer sehr gerne an Beispielen lebt. Wir hatten hier in Berlin vor 5 Jahren eine Diskussion um ein Klimaschutzgesetz. Damals vom rot-roten Senat. War jetzt nicht auf mich gemünzt, oder? Und damals, und man muss wissen, dass Sie kennen das Thema, ist im Wesentlichen... Da kommt die Emission ja aus dem Thema Hausbrand, also Gebäudesanierung, Gebäudeschutz. Das ist ja der maßgebliche Treiber. Und damals hatte die damalige Umweltsenatorin Frau Lomtscha einen Gesetzesentwurf vorgehabt, zu sagen, wo im Wesentlichen drin stand, wir werden gewisse Technologien vorschreiben, / gewisse Technologien verbieten. Da war unter anderem der Punkt, wir verbieten zukünftig in Berlin Klimaanlagen. Es war zunächst gut, bis man auf die Idee kam, dass Krankenhäuser ohne Klimaanlagen nicht so gut sind. Oder wenn Sie, es ist übrigens auch spannend, eine Diskussion zu verfolgen, wenn dann im ICE im Sommer die Klimaanlage ausfällt, wie dann reagiert wird. Also dann sagen ja nicht alle, toll, dass wir jetzt im ICE bei 40 Grad sitzen, auf einmal alle, die drin sitzen, sagen, wie schlimm. Dann haben wir uns damals als IHK mit dem BUND zusammengesetzt und haben gesagt, was könnte ein gemeinsames Ziel sein, das zu bekommen. Das hat verschiedene verwundert, wie kann überhaupt so ein Bündnis zusammenkommen, also von manchen, die sagen, da sitzen die Kapitalisten und da sitzen die Umweltschützer und das kann doch gar nicht funktionieren, hat aber sehr, sehr gut funktioniert, weil wir uns zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir haben das gleiche Ziel, das heißt, wir brauchen deutlich mehr Klimaschutz in Berlin und als Wirtschaft ist das ein großes Auftragsthema, insbesondere für kleine und mittelständische Handwerksunternehmen und andere, also auch IHK-Unternehmen. Und des Weiteren ist es auch eine Chance, wenn wir es gut machen, bei anderen dann auch zu zeigen, wie wir es gemacht haben und daraus auch wieder Möglichkeiten sich entwickeln. Und damals haben wir uns vereinbart darauf, dass wir sagen, lass uns doch nicht eine Technologie vorschreiben. Also lass uns doch nicht vorschreiben, welche Heizkessel ausgetauscht werden oder nicht, sondern lass uns auf Ziele definieren, die wir erreichen wollen im Klimaschutz in fest definierten Zeiträumen. Also als Beispiel in 10, 15 oder 20 Jahren sind folgende Werte zu erreichen. Und dann lassen wir
dem Wettbewerb der Innovation die Chance, genau dieses am effizientesten zu erreichen. Also da gibt es ja sehr kurze Innovationszyklen. Nehmen Sie nur das Beispiel, wenn Sie schauen, wie wurden noch vor 20 Jahren Häuser gebaut und wie werden sie heute gebaut. Heute ist ein Haus, zumindest was in Deutschland gebaut wird, ein hochtechnisches Werk. Und was spannend war wiederum, dieses gemeinsame Idee, die hat dann Frau Lomscher zunächst mal irritiert, bis dahingehend, dass sie gesagt hat, sowas übernimmt sie nicht in einem Gesetzesentwurf, den wir ihr dann auch vorgelegt haben, gemeinsam, den sie aber auch nicht wollte. Und übrigens, was auch spannend war, wir haben damals die große Mehrheit der Wirtschaft genau hinter dieses Thema bekommen, weil sie gesehen haben, das ist kein Gegensatz, sondern das ist nach vorne. Was will ich eigentlich damit sagen? Ich halte relativ wenig davon, eine bestimmte Technologie vorzuschreiben, sondern ich glaube, weil diese Weisheit haben wir nicht, dafür sind Innovationszyklen zu kurz, sondern ich glaube, was wichtig ist, Ziele zu definieren und dann diese Ziele nach vorne zu geben und dann daraus auch über Wettbewerb den effizientesten Weg zu erreichen, wie genau diese Ziele auch im Rahmen des Umweltschutzes und des Klimaschutzes erreicht werden. Und dann haben wir es eigentlich sehr gut miteinander verbunden. Ist das in Ihrem Sinne, Herr Füchs? Soll das genau so laufen oder ist doch, was Frau Künast sagt, die Machtfrage angesagt? Natürlich müssen wir Strukturen verändern. Also ich würde die Machtfrage stellen, so übersetzen, wir müssen Strukturen verändern. Im Energiesektor findet das bereits statt. Wir haben inzwischen 1,3 Millionen Bürgerinnen und Bürger, die inzwischen Energie produzieren, die entweder selbst Anlagen betreiben oder beteiligt sind an Solar- oder Windanlagen. Das ist eine radikale Veränderung des Energiemarkts und die wird weitergehen. Da stürzen Monopole ein. Und ähnliche Strukturveränderungen brauchen wir im Verkehrssektor, wir brauchen sie in der Landwirtschaft und in der Nahrungsmittelproduktion. Ja, natürlich, es geht nicht nur, das ist übrigens auch die These in meinem Buch, es geht nicht nur um andere Technik, sondern es geht um andere Strukturen. Und das ist mit harten Auseinandersetzungen verbunden, weil es da Gewinner und Verlierer gibt. Eine Anmerkung noch zum Thema Biomasse. Das ist für mich ein sehr interessantes Beispiel. Und ich würde uns gerne davor bewahren, jetzt von einem Extrem wieder ins andere zu fallen. Wir haben eine primitive Form von Bioenergie forciert, nämlich die Umwandlung von Lebensmitteln in Kraftstoffe. Aber das heißt noch lange nicht, dass das Thema Bioenergie damit erledigt wäre. Es gibt inzwischen eben intelligentere Formen der Nutzung von Biomasse, an denen gearbeitet wird. Die Nutzung von organischen Abfällen, die Umwandlung und zwar nicht nur in Kraftstoffe, sondern auch in Chemikalien. Eine zweite Generation von Biogas- und Bioenergieanlagen, die die Zellulose komplett nutzt, was bisher noch nicht möglich war. Da spielt moderne Biotechnologie eine große Rolle. Und dahinter noch eine dritte Generation, die Erzeugung von Energie und Kraftstoffen mit Algen. Also es ist ein ständiger Innovationsprozess im Gang, so wie wir ihn auch im Energiesektor hatten. Nicht das schöne Beispiel mit der Nachhaltigkeit der Forstwirtschaft, das ist richtig und gleichzeitig hat es nur einen begrenzten Erklärungswert, weil es so stationär ist. Man ist eben vom Holz zur Kohle gegangen, von Kohle zu Öl, von Öl zu Atom und jetzt gehen wir zu erneuerbaren Energien. Wir schieben also die Grenzen der Natur, der Verfügbarkeit natürlicher Ressourcen immerzu hinaus. Das ist sozusagen die Geschichte der menschlichen Zivilisation und diese Geschichte ist nicht am Ende. Meines Erachtens sind wir gerade in einer neuen Gründerzeit, wo wir eben aus diesen ressourcenfressenden und energieintensiven Technologien in eine ganz neue Generation gehen. Und das ist für mich, sagen, eigentlich etwas, wofür ich Begeisterung empfinde. Das stimmt. Ich empfinde Begeisterung. Das habe ich von dem von Weizsäcker. Der schreibt irgendwo in Faktor 5, also Ressourcenproduktivität, mal für Begeisterung für die neue industrielle Revolution. Da stößt man bei uns erstmal auf entgeisterte Gesichter und sagen, das ist doch Technikgläubigkeit. Frau Künast, sind Sie jetzt entgeistert oder wollen Sie gleich antworten? Nee, dann bin ich nur entgeistert darüber, in welche Rolle ich gerade reingerate, weil du mir ja schon vorhin vorgeworfen hast, nicht hinreichend begeistert zu sein. Ja? Deshalb schicke ich voraus, ich bin auch hellauf begeistert über ganz viele Dinge, die wir alle schon können. Ja, am meisten bin ich begeistert, dass wir es schaffen, stundenlang am Tag 100% erneuerbaren Strom zu haben. Wo doch manche sich auf die Schenkel geklopft haben, vor weniger als 20 Jahren gesagt haben, mehr als 4% schafft ihr nie.
Ja? Und jetzt ist diese 25% im Durchschnitt führen ja dazu, dass wir die Systemfrage gestellt haben, ja? Dass der bisherige sogenannte Energiemarkt jetzt so nicht mehr bestehen kann in der Aufteilung. Jetzt muss sich eine neue Marktstruktur und entwickeln. Und plötzlich ist die herausragende Frage, wie bauen wir die Netze für die Offshore-Windanlagen Nord-Süd? Wie geben wir Geld in Speichertechnologien oder bauen Kapazitätsmärkte auf? Also als Backing hinten muss man jetzt Kohle- und Gaskraftwerke teilweise den Strom mal ausschreiben und ihnen Geld und Bezahlung zusagen, damit man also wirklich sicher ist vor einem potenziellen Blackout oder so. Ja? In der Übergangsphase hätte ich ja damals in Gorleben auch nicht gedacht, ja? Dass wir jetzt die Aufgabe haben, den Plan für den Umbau der ganzen Energiestrukturen in der viertgrößten Industrienation zu machen, ist aber Aufgabe unserer Generation, den Plan durchgehend zu entwickeln, weiterzuentwickeln und in großen Schritten umzusetzen, wenn man mal so in Generationenaufgaben denkt. So, jetzt war genug Begeisterung, jetzt will ich auch mal einen Schuss Wasser da reingießen, weil zum Beispiel du gerade gesagt hast, ja, dann sagt man gleich, das ist technikgläubig. Und eigentlich hatte ich schon den Punkt, als Herr Töpfer sich gemeldet hat mit dem Thema, was ist globalisierungsfähig? Ich gieße jetzt im Wasser in den Wein. Ich glaube, dass wir eben auch lernen müssen, bei jeder Technik die Technikfolgenabschätzung zu machen. Könnte auch heißen, ist es globalisierungsfähig? Was wäre, wenn alle diese Technik benutzen? Wie viel Müll hätten wir dann? Wie viel Fehlentwicklung? Das heißt aber nicht, dass bestimmte Methoden ganz falsch sind. Die Biomasse-Idee ist eine gute, wenn man sich nicht deppert anstellt und sie falsch macht. Wir haben beim Thema Biomasseanlagen dann noch mit Maisprämien und ohne Regeln eine Maismonokultur. Du kannst jetzt auch in Schwarzwald fahren, wo du denkst, diese graubraunen Rinder mit langen Hörnern sitzen auf die Wiese, kauen und nachher gibt es guten Käse und ansonsten gibt es alte Tannenwälder. Nein, Maismonokulturen. Du kannst auch nach Schleswig-Holstein fahren, überall hin. Das ist das Unökologischste, was es gibt, weil die schöne Humusschicht da am meisten der Erosion obliegt. Und da brauchst du viel Chemie im Einsatz. Und wenn du die lang genug machst, die Monokultur, kommt Monsanto und sagt, hier kommt der Maiszünstler, er braucht jetzt gentechnisch veränderten Mais. Aber spricht das nicht eher dagegen, Dinge dann zu subventionieren, sodass Leute dazu anreizen bekommen? Ja, genau. Das spricht, also nicht die Technik, nicht die Biomasse-Idee ist falsch, sondern die Tatsache, dass es keine Regeln in der europäischen Agrarpolitik gibt, die sagt, du darfst höchstens x Prozent von einer Sorte anbauen. Wir sagen immer, an 50% müssen andere Stoffe sein. Dass wir das dann auch gar nicht mehr finanziell unterstützen. Dass es nicht eine Sorte gibt, die meinetwegen Mais, der zusätzlich eine Marktprämie kriegt. Da müssen Regeln eingebaut. Man muss eine Regel machen und sagen, was technisch irgendwie geht. Ja, du musst bestimmte Prozentsätze meinetwegen Gülle und in Anführungsstriche Abfälle nutzen. Löst auch ein Problem der Gülle auf dem Acker und dem Problem Nitrate im Grund und im Trinkwasser an der Stelle. Also es kommt auf solche Fragen an. Sobald wir die angehen, haben wir natürlich wieder starke Lobbygruppen, die da Profit mitmachen. Das ist Agrarindustrie, Investoren im Wesentlichen, nicht die Kleinbauernfamilien. Investoren, die irgendwo auf dieser Welt sitzen und zu viel Geld haben, mit denen werden wir es dann zu tun kriegen, wenn wir da 3-4 rechtliche und finanzielle Stellschrauben verändern. Deshalb an der Stelle würde ich sagen, also die Technik selber ist nicht schlecht, aber miserabel ausgeführt. So schlecht haben wir übrigens damals nicht gedacht, kann ich mich ärgern über uns selber. Das muss man ja zugestehen. Es gibt aber andere Bereiche, du sprichst es im Buch an mit der Gentechnik und der neuen Generation der Agrogentechnik. Ich nenne die immer Agro, weil ich das Wort grün in diesem Zusammenhang nicht akzeptieren kann. Ich sage Agrogentechnik. An der Stelle würde ich auch sagen, dann lasst uns mal dahinter schauen, ob das globalisierungsfähig ist. Was würde es denn heißen, wenn weltweit Menschen, selbst mit der neuesten Generation von Agrogentechnik, handeln würden? Was steckt dahinter an Abhängigkeit? Ich will an die Biopiraterie, die durch Patente und Rechte ausgelöst wird, erinnern. Das hieße doch, Bauern weltweit hängen alle von Monsanto, Syngenta und noch 2-3 ab. Und wenn ihr glaubt, es gäbe noch mehr, guckt euch das mal an. Hunderte von Saatgut- und Pestizidfirmen gehören alle diesen 3-4 Großen, die dann die Pestizide dazu liefern, die noch karzinogen und gentoxisch und so weiter sind. Da würde ich dann sagen, ich kann mir dieses ganze System mit den Rechten an Pestiziden und Patenten nicht als globalisierungsfähig definieren. An der Stelle würde ich also sagen, no way, und lieber dem Weltagrarbericht folgen, der gesagt hat,
Wir brauchen die Vielfalt von Saatgut, Unabhängigkeit und nicht Abhängigkeit in der Lebensgrundlage von einigen wenigen. Und wir brauchen auch eine Wirtschaftsweise, die nicht auf Chemie setzt, sondern die gute alte Humusschicht im Auge hat, weil sonst ist es nach ein paar Jahrzehnten komplett gekippt. Also ich sage das auf der einen Seite in Begeisterung, aber man kann auch mit neuer Technologie und Wissen, wenn man es nicht richtig macht und nicht die dahinterliegenden Profitinteressen oder Strukturen sieht, kann man ziemlich viel falsch machen. Und das ist sozusagen das, weshalb ich vorhin gesagt habe, es geht auch um Macht oder um Strukturen. Ja. Ich glaube, dass wir schon so groß und stark sind, sage ich jetzt mal wieder begeisterungswürdig, so viel verändert haben, dass die nächste Stufe eben heißt, wir sind groß und stark und müssen darauf achten, dass wir in der Art der Umsetzung nicht neue Abhängigkeiten schaffen, sondern wirklich einen nachhaltigen, globalisierungsfähigen Weg gehen. Also das würde ja dann dafür sprechen, was Herr Schweizer sagt, Ziele setzen und den Rest, den Markt, die Verbraucher, die Unternehmen entscheiden lassen. Nee, das ist der eine Punkt. Ich finde, es in einzelnen Sektoren gibt. Also ein Klimaschutzgesetz, das im Verkehrsbereich sagt, ihr müsst X erreichen, ihm die Technik dann lässt, gerne. Aber ich sage nicht für die Landwirtschaft und die Ernährung der Welt weltweit, die übrigens nicht wir leisten müssen, sondern die Menschen wollen sich ernähren und nicht wir als weiße, reiche Europäer ernähren sie. Da muss ich, glaube ich, schon an ein paar Stellen aufpassen, warum. Weil alles frei, ohne Diskussion, ohne genau dahinter schauen, führt zu dem, was wir jetzt haben, massives Landgrabbing. Und nicht nur durch Futtermittel für uns, sondern da haben sich große Konzerne in Afrika und so weiter und Südamerika mit Hunderttausenden von Hektar eingekauft, die diesen Ländern nicht mehr zur Verfügung stehen. 2-3 Arbeitsplätze versprochen, mit billige Landarbeiterlöhne, aber zahlen nicht mal Steuern in diesen Ländern. Also wir werden nicht drum rumkommen, auch Aufklärung und Transparenz zu schaffen und können nicht einfach sagen, wir definieren nur das Ziel und den ganzen Rest lassen wir offen und frei. Also dahinter gehört auch was. Und wie könnte man es machen? Zum Beispiel, indem man auch sagt, gentechnisch veränderte Sachen in Lebensmitteln, auch in Futtermitteln, müssen gekennzeichnet sein und wir sehen dann, was drin ist, damit wir auch Reaktions- und Verhaltensmöglichkeiten haben. Herr Töpfer, wie viel Freiheit, wie viel Regulierung brauchen wir? Sie kommen auf einen wichtigen Punkt, den auch Herr Füchs angesprochen hat. Wie weit ist das eigentlich demokratisch durchführbar? Das ist ja eine der ganz zentralen Fragen. Sie haben das deutlich gemacht. Es gibt diese Tendenz, dass man sagt, wie soll man solche, die Existenz der Menschheit betreffenden Fragen erst dann in Angriff nehmen können, wenn sich in einer offenen Demokratie eine Mehrheit dafür entscheidet, wenn möglicherweise Ausbildung andere Fragen das nicht sind. So ungefähr ist die Diskussionslage. Ich bin mit Herrn Füchs, muss ich deutlich sagen, der festen Überzeugung, dass genau das Umgekehrte richtig ist. Ich hatte jetzt gerade die Chance, in einer Diskussion mit Indern zu sein und mit deutschen Unternehmen, wo die Unternehmer auch gefragt haben, aber das ist bei euch in Indien aber sehr, sehr schwierig. Das ist so ein langer Genehmigungsprozess und das ist so viel Demokratie und das dauert so lange. In China ist das besser. Ja, anders. Bitte? Randers sagt das genau so. Ja, ich habe morgen Abend Herrn Randers mit zu diskutieren, also übe ich im Augenblick. Herzlichen Dank für die Unterstützung. Wir müssen ja immer wieder sagen, weil es so ist, dass die von uns entwickelten Technologien immer tiefer in die Bausteine von Leben und Natur hineingehen, ist es zwingend notwendig, dass wir entschleunigen, dass wir langsamer vorankommen. Ich habe eine ganz große Problematik damit, dass wir genau das, was, ich bleibe mal jetzt bei Karl von Karlowitz, Nachhaltigkeit eigentlich ist, nämlich die Zeit wieder in die Perspektive der Entscheidung hineinzunehmen, genau das Gegenteil tun. Wir sind in die Zeit der Alternativlosigkeit hineingekommen und alternativlos heißt nicht frei sein. Die Freiheit besteht darin, Hannah Arendt hat das so schön gesagt, Alternativen zu haben, anfangen zu können. Und wenn wir uns in eine solche kurzfristige Dimension hineinmachen, weil alles so schnell geht und die Chinesen ja so schnell sind, dann werden wir sehr schnell große Fehler machen, weil im Allgemeinen dann nicht die nächste Frage gestellt wird, was ist denn mittel- und langfristig die Nachteiligkeit dessen, was wir jetzt beschließen. Letzten Satz dazu. Viele, viele Menschen bei uns bekommen mehr die Sorge, dass wir das gegenwärtige Wachstum erreichen durch die Beseitigung der negativen Konsequenzen vorangegangenen Wachstums.
Dass wir also, wenn wir nach mehr Innovationen fragen, eigentlich dem Einsteinschen Satz etwas huldigen, man kann die Probleme nicht mit den Mitteln bekämpfen, die sie gemacht haben. Ich sage, darüber müssen wir uns auseinandersetzen. Nur der Hinweis darauf, aber die Technik geht weiter, ist ja noch nicht ein Hinweis darauf, ob es dem Menschen, der in dieser Technik ist, besser geht, sondern ob er nicht gerade unter den Folgen dann die Konsequenz weiteren technischen Fortschritts hat. Das können Sie nebenbei auch wunderbar bei unserem Freund des Prinzip Verantwortung nachlesen. Genau diese Frage. Und deswegen komme ich noch einmal darauf zurück, mit einem kleinen Hinweis, dass es eine große Verlockung ist. Man kann das, wenn man nicht so hochrangige Mitdiskutanten hat, kann man das einfacher sagen, kann man sagen, wir handeln gerne, viele Menschen handeln gerne nach dem Motto, wir wollen das Bessere morgen nicht verpassen und tun das Gute von heute nicht und das Schlechte von gestern bleibt. Was meinen Sie, wie viel das ist? Ich kann Ihnen das sagen, als wir, Herr Schweizer, mal die Diskussion in Deutschland hatten, dass niemand irgendwelche Abfallbeseitigungsanlagen wollte. Da war ich mal Minister. Und da mussten sie, wenn sie in einen Ort gingen und sagten, hier wollen wir mal eine Müllverbrennungsanlage bauen oder eine Deponie, da musstest du dich wirklich ganz, ganz, ganz versichern, dass du gute Fluchtwege hattest. Das war wichtig. Dieser Widerstand der Bürger hat dazu geführt, dass wir uns hingesetzt haben und gesagt, wie können wir denn das anders machen? Sie wissen ja, Politik läuft immer zwischen den beiden Extremen, basta oder aussitzen. Dazwischen, Politik, so weit sind Sie ja noch nicht, kommt ja noch, Herr Schweizer, alles zu seiner Zeit. Also, wenn Sie das sehen, konnten wir wieder das eine, denn wenn er das zweimal basta gesagt hat, tat dir die Faust verdammt weh und du wusstest, deine Perspektive als Politiker ist eng begrenzt. Und wenn es aussetzen, wie es warst du auf dem Weg nach Neapel? Beides also ging nicht. Und dann haben wir gesagt, warum schließen wir nicht den Kreislauf? Kreislaufwirtschaft ist ja nicht wie Manna vom Himmel gefallen, sondern ist dadurch gekommen, dass wir gesagt haben, wir machen eine Verordnung, ihr müsst getrennt sammeln. Und siehe da, wir haben alle vorher massiv kritisiert und dann auf einmal haben wir es alle gemacht. In einer Form, dass wir auf einmal so viel gebrauchten Kunststoff hatten, dass keiner mehr wusste, wo man mit dem Kunststoff hin und dann die Medien wunderbar berichteten, getrennt sammeln und vereint deponieren. Sie wissen, das war ja immer die schöne Sache. Das heißt, wir sind in Technologien hineingegangen und haben uns nicht auf die Frage eingelassen, was damals die Technik der Zukunft war. Wir warten auf die Pyrolyse. Wenn du Pyrolyse sagtest, war die weit genug entfernt, dass jeder sagte, dafür sind wir. Und wenn sie näher kam, war das genau die Technik, die man wieder nicht wollte. Ich möchte gerne den Prozess der Veränderung mit angesprochen haben. Und dann bin ich ja bei Ihnen, dann will ich mich lieber einmal geirrt haben und dann sagen, pass mal auf, da habe ich geirrt, das muss ich jetzt verändern. Solange wir in einer Welt leben, in der Trial and Error noch möglich ist, leben wir in einer menschlichen Welt, wo das nicht mehr möglich ist, müssen wir es dringlich verändern, weil wir dann Freiheit verlieren. Wunderbar, jetzt ist der Moment gekommen, wo ich Sie alle zu Ihren Mülltrenngewohnheiten befragen kann. Das ist ein gutes Thema. Mit welchen Mitteln bekämpfen wir oder lösen wir die Probleme, die wir uns erst an den Hals geschafft haben? Hier gibt es schon einige Wortmeldungen. Es wird der Herr Walter mit einem Mikrofon rumgehen. Da hinten war die erste, wenn ich das so richtig gesehen habe, aus dem Augenwinkel. Sie können an wen auch immer hier direkt fragen oder ich verteile das, je nachdem. Ich möchte eine... Also mir ist die Diskussion zu sehr auf Deutschland fixiert. Wir tun so, als gäbe es uns und als im reichen Norden und als gäbe es den armen Süden. Das ist aber nach meiner festen Überzeugung nicht mehr so. Wer diese Diskussion ganz entscheidend bestimmt, das ist eine globale Mittelschicht. Auf der einen Seite, und die sitzt sowohl im Norden als auch im Süden, wenn man sich mal die ganzen Schwellenländer anschaut, und diese globale Mittelschicht ist sich in ihren Auffassungen, in ihren Lebensgewohnheiten, in ihren Ansprüchen an diesen Planeten Erde und seine Ressourcen sehr, sehr ähnlich. Ob die in Peru lebt, ob die in Äthiopien lebt oder in Deutschland, spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Und dieser globalen Mittelschicht gegenüber stehen die Habenichtse, die all das wollen, was diese globale Mittelschicht sich schon leisten kann. Dazu gehören auch zunehmend Kreuzfahrten. Wenn man sich mal anschaut, wie viele Hunderttausende jedes Jahr auf Kreuzfahrt gehen, dann wird es interessant. Dann führen wir nämlich die Diskussion, was ist ein interessantes Wachstum?
Und denn für Kreuzfahrtschiffe brauche ich Stahl, ich brauche für Windräder aber auch Stahl. Und irgendwann, sehr bald, wird die Frage sein, nutzen wir den Stahl für neue Kreuzfahrtschiffe, die sehr viel Stahl brauchen, oder für neue Windräder. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, habe ausgerechnet, wie viel Stahl bräuchte man, wenn man 10% des Stroms, der heute auf der Erde verbraucht wird, also bei Nullwachstum, mit Windenergie erzeugen würde. Wie viel Prozent der globalen Stahlproduktion bräuchte man, um 10% des Stroms auf der Welt mit Windkraft zu erzeugen? Das ist eine relativ einfache Rechnung. Ich weiß nicht, ob Sie die Antwort erraten. Es ist die fünffache derzeitige Weltstahlproduktion, die wir dann bräuchten. Sie können dieses gleiche Spiel auch mit Kupfer machen. Sie können sagen, was wäre denn, wenn alle Autos auf der Erde plötzlich elektrisch fahren würden? Dann kämen Sie ganz schnell zu dem Ergebnis, die Kupfervorräte dieses Planeten würden bei weitem nicht ausreichen. Stellen Sie dann eine Frage und an... Ja, das ist, und an dieser Frage macht sich dann genau, fest... Genau, wollen Sie die Frage an Herrn Füchs direkt ist stellen? Ist intelligentes Wachstum tatsächlich die Lösung? Das ist der eine Aspekt. Ich möchte noch auf einen zweiten Aspekt eingehen, der mir persönlich, ja, wo ich nicht weiß, was es darauf für Antworten gibt. Man glaubt immer, das Bevölkerungswachstum auf dem Planeten ginge zurück, wenn die Menschen Zugang zu Verhütungsmitteln haben. Das stimmt aber nicht. Das Bevölkerungswachstum geht dort zurück, wo die Wirtschaft wächst, wo sich die Länder entwickeln. Und diese Länder haben automatisch weniger Geburten und irgendwann kommt das Bevölkerungswachstum zum Erliegen. Die Bevölkerung stagniert, in Europa ist dieser Zustand erreicht. Allein aus diesem Grund, oder anders formuliert, das ist ein starkes Argument dafür, dass wir Wachstum brauchen. Denn sonst wird das Bevölkerungswachstum auf diesem Planeten nicht zu seinem Ende kommen und die Weltbevölkerung wird immer weiter wachsen. Ja, möchte jemand direkt antworten oder erstmal sammeln? Okay, gut. Sie waren, glaube ich, der Nächste, wenn ich das richtig gesehen habe. Also Ralf, ich habe erst ein Drittel deines Buchs gelesen, aber immerhin. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Genau. Deswegen würde ich auch eigentlich lieber andere Sachen mit dir diskutieren, aber nachdem die Diskussion jetzt so gelaufen ist, habe ich eigentlich ein Schwerpunktthema, nämlich deswegen habe ich auch als einsamer Klatscher bei Herrn Schweizer geklatscht, als er das formuliert hat, es geht um die Ziele und wir sollen nicht die Technologien vorgeben und wir sollen auch nicht zu stark die Strukturen vorgeben. Es geht auch um Regeln, ja, aber es geht vor allen Dingen darum, dass die Ergebnisse aus der Gesellschaft kommen und dass alles auch in deinem Buch, also du nimmst das ein Stück weit zurück, du schreibst auf Seite 73 irgendwie nicht zuerst die Staaten oder so, ist egal, aber so in der Richtung. Renate hat das sehr viel stärker, Herr Töpfer hat das in einer anderen Form, indem er nämlich vorschreiben will, wie bestimmte Dinge laufen und so geht das nicht. Wir wollen diskutieren über Lebensstile, wir wollen diskutieren darüber, was schick ist, sagst du Renate, das ist Quatsch. Da kann man nicht drüber diskutieren. Das ergibt sich aus der Gesellschaft und das ergibt sich aus natürlich Vorbildern, klar, das ergibt sich aber auch aus neuen Technologien. Ich fahre jetzt seit 5 Jahren mit dem Zug unheimlich viel. Früher habe ich das alles mit Autos gemacht, habe da alles gefahren, was man nicht fahren sollte. Prima. Jetzt fahre ich in der Bahn. Und warum fahre ich in der Bahn? Wie ganz viele übrigens. Die Bahn ist unheimlich voll geworden. Jedenfalls die großen Strecken, die ICE-Strecken. Warum? Weil da die ganzen Leute sitzen, die entweder arbeiten mit ihren PCs oder da drin Filme gucken oder Musik hören oder sonst was und deswegen überhaupt keinen Bock mehr haben, mit dem Auto zu fahren. Das ist auch genau der Grund, warum bei den jungen Leuten es heute wichtiger ist, einen gescheiten iPad zu haben, als ein altes Auto sich zu kaufen. Der muss auch entsorgt werden, mein Lieber. Das ist was ganz anderes. Wie das sich dann am Ende auswirkt, das werden wir sehen, Renate. Das ist alles sehr lustig. Der Punkt ist nur, die Politik hat nicht das Recht
und vor allen Dingen irrt sie sich auch viel zu häufig, als dass sie der Gesellschaft vorschreiben kann, wie sie sich entwickelt. Natürlich müssen wir bestimmte Vorgaben geben. Natürlich müssen wir an ein paar Punkten, also CO2-Steuer beispielsweise, um das Zeug teurer zu machen, um da bestimmte Pipelines zu legen. Völlig klar. Wir müssen auch die Ziele formulieren. Das hat Herr Schweizer aber auch deutlich gesagt. Und dann müssen wir sehen, dass diese Technologieentwicklung läuft. Und letzter Satz. Das ist, andere Themen wären auch noch sehr interessant, sowohl in dem Buch als auch aus Ihren Thesen. Aber das alles wird nur gehen, Herr Töpfer, auch wenn Sie noch an dem anderen Punkt hängen, mit Wachstum. Und zwar mit Wachstum, das so läuft, wie Ralf es durchaus definiert hat, nämlich, dass es immer weniger zur Zerstörung beiträgt und uns vom Wachstum unabhängig macht. Weil, jetzt wirklich letzter Satz, die Erde ist kein begrenztes System. Das ist nämlich nicht wahr. Die Erde hat jede Sekunde Eintrag von unheimlich viel Energie von der Sonne. Das heißt, wir haben ein permanent befeuertes System und kein begrenztes, geschlossenes. Okay, da wollte jemand, aber dann sagen Sie erstmal, da hinten die Dame, ne? Von mir aus links. Also ich habe das Buch leider noch nicht gelesen, aber ich würde gern sagen, was mich umtreibt. Und zwar ganz konkret eigentlich fast die Umkehr der Debatte und auf Europa bezogen. Wir sind jetzt in der Situation, dass praktisch jeden Abend vorhin auch in den Nachrichten wieder gesagt, in Europa brauchen wir neues Wachstum, damit die jungen Leute Arbeit haben. Und was mich umtreibt, ist die Tatsache, dass ich fest davon überzeugt bin, nur, und zwar wirklich dezidiert nur, wenn wir dieses ökologisch grüne Wachstum haben, werden wir auch wirtschaftlich heil über die Runden kommen, auch in Europa. Ich will das jetzt nicht weiter komplizieren, vielleicht kann man das auch auf die, auch global so konnotieren. Aber allein auf Europa bezogen sehe ich mit großer Sorge, wenn es eben nicht das ökologische Wachstum gibt, sondern das, was sich jetzt abzeichnet, dass wir neue spekulative Blasen an allen möglichen Stellen wieder bekommen, dass die Wirtschaft sehr viel mehr ihre Kapitalkapazitäten verjuckst, verspekuliert, verspielt an ihren diversen Finanzmarktcasinos. Dann kriegen wir eine weitere Phase der Zerstörung und insofern möchte ich gerne, dass wir das mal so diskutieren, dass dieses intelligent, dass diese Anforderung an intelligent regelrecht zwingend ist für das Überleben, also hier zumindest unserer erstmal europäischen Entwicklung und meiner Meinung nach wahrscheinlich auch der weltweiten. Und ich glaube, wir hängen uns zu sehr am Wachstumsbegriff hier auf, den hat ja Ralf aus meiner Sicht etwas provokativ genutzt, würde man sagen, der Titel hieße intelligent wirtschaften, würde hier niemand überhaupt sich provoziert fühlen, sondern sagen, das ist doch selbstverständlich, das wollen wir alle. Aber es geht darum, glaube ich, zu diskutieren, dass dieses, was das Wort intelligent bedeutet, dass das meiner Meinung nach inzwischen existenziell ist, dass wir in die Richtung kommen. Und ich glaube, dass wir dafür auch mehr Steuerung brauchen. Und dann müssen wir uns nicht über Wachstum verbieten oder Wachstum fördern streiten, sondern darum, wie wir die richtige Steuerung für sinnvolle Entwicklungen bekommen, die wir einfach schlicht brauchen. Ja, das ist eine gute Frage. Jetzt noch, dann melden Sie sich noch. Und dann würde ich aber gerne noch mal wieder hier in die Runde geben. Sonst wird es irgendwann viel. Michael Okrop, Herr Füchs, wo liegen denn in den nächsten 5 Jahren, also angefangen in der nächsten Legislaturperiode, die Hauptbarrieren für intelligentes Wachstum? Was muss unmittelbar passieren, damit die Grundlagen gelegt werden? Ja, dann fangen wir doch damit einfach mal an. Möchten Sie da einfach direkt drauf antworten? Ja, meines Erachtens ist der Dreh- und Angelpunkt, ob wir vorankommen oder stecken bleiben, die Frage, ob die Energiewende zum Erfolg wird. Das ist wirklich für mich die Herausforderung für die nächsten 5 bis 10 Jahre. Da wird sich nämlich entscheiden, ob erneuerbare Energien zum Leitsystem werden für unsere gesamte Energieversorgung, zwar nicht nur im Strombereich.
Und dafür müssen wir ziemlich tüchtig nachjustieren und ein paar politische Rahmenbedingungen neu setzen. Das fängt bei einer Reform des EEG an, bis über den Ausbau der notwendigen Infrastruktur, Netze, Speicher, eine stärkere europäische Einbindung der Energiewende, bis zu einer Renovierung des CO2-Handelssystems. Das ist uns praktisch zusammengebrochen. Das funktioniert, also wirkt nicht, wie es soll, nämlich über einen relevanten Preis für CO2-Emissionen, Vermeidungsinvestitionen zu befördern und Innovation. Das heißt, wir brauchen dringend eine Reparatur dieses Systems. Wir müssen Emissionsrechte im großen Stil aus dem Markt wieder rausziehen. Also es gibt eine Reihe von politischen Rahmenbedingungen, die übrigens hoch umkämpft sind. Ja, das ist natürlich ein ständiger Konflikt, den es da geht, um dieses Projekt wirklich zu einem Erfolgsmodell zu machen, was weltweit ausstrahlt. Das würde ich, gibt noch viele andere Punkte, über die man sagen, sprechen kann, Landwirtschaft, aber das ist für mich die Kerngeschichte. Vielleicht ein Satz, zwei noch zu der Frage Ressourcenknappheit und stößt sich diese Idee eines ökologischen Wachstums mit der Begrenztheit der verfügbaren Rohstoffe. Ich glaube, das ist letztlich eben doch eine Wahrnehmung, die davon ausgeht, dass es solche fixen Grenzen gäbe in den verfügbaren Ressourcen. Malthus hat zu Beginn des 19. Jahrhunderts prognostiziert, die Erde wird maximal 1 Milliarde Menschen ernähren können, maximal. Vom Standpunkt der damaligen Landwirtschaft, also Agrartechnik, hatte er recht. Der hat es hochgerechnet. Und wenn die Bevölkerung darüber hinausgeht, wird es zum Zusammenbruch, also Hungerkatastrophen und Zusammenbruch der Zivilisation führen. Diese Schranke ist übersprungen worden durch neue Agrartechnik, durch neue Züchtungsmethoden und durch die Erfindung der modernen Düngung. Das hat wiederum jetzt neue Probleme hervorgerufen, mit denen wir heute konfrontiert sind. Ich will aber damit sagen, dass dieser Prozess nie aufhört. Ja, der Club of Rome hat 1972 vorausgesagt, der hat 14 strategische Rohstoffe untersucht. Die haben noch eine Reichweite zwischen 20 und 50 Jahren und dann ist finito. Wenn man das heute untersucht, dann sieht man, dass fast durchweg mehr verbraucht worden ist, als er damals an verfügbaren Ressourcen prognostiziert hat und trotzdem die verfügbaren Reserven höher sind als damals. Warum? Weil über Knappheiten erstens Effizienz erzeugt wird, Effizienzgewinne, und zweitens Substitution, also das Umsteigen auf neue Materialien und neue Technologien. Und deshalb kann man nicht solche Rechnungen anstellen, die von dem Status quo ausgehen und sagen, und dann ist in 50 Jahren Schicht im Schacht. Ja? Man muss diese Innovation in die richtige Richtung lenken. Dafür braucht man tatsächlich politische Leitplanken. Dafür braucht man Lenkungsinstrumente, möglichst marktwirtschaftliche über Preise, aber auch über Ordnungsrecht. Aber ich habe einen bestimmten anthropologischen Optimismus, das stimmt, dass die Menschheit in der Lage ist, kreative Lösungen für die selbstproduzierten Probleme zu finden. Und dass dieser Prozess nicht abgeschlossen ist, sondern dass der gerade in einem neuen Stadium sich befindet. Okay. Frau Künast, Sie haben jetzt fast Ihr nächstes Wahlprogramm aufgeschrieben. Möchten Sie gerne antworten auf eine der Fragen? Ja, ich habe zwei Aspekte, wobei das Wahlprogramm bei uns noch länger ist als dieses Blatt Papier. Das hat 180 Seiten. Wenn man sich überlegt, was sind die wichtigsten Dinge für eine nächste Legislaturperiode, würde ich es in drei Blöcke aufteilen. Energiewende, wie Ralf. Energiewende, eine gerechtere Gesellschaft und eine moderne Gesellschaft. In dem Kontext, in dem wir hier reden, ist im Wesentlichen jetzt erstmal Energiewende der herausragende Punkt. Dazu muss man wissen, das bezieht sich, kann man immer sagen, auf Strom, Wärme und Verkehr. Das ist unsere Aufteilung. Das kann man untergliedern. Strom
ist der Strom, den wir brauchen, den die Industrie zur Produktion braucht. Strom wird aber auch weltweit zu 14% für die Landwirtschaft verbraucht. Ja, also das subsumiert sich drunter, unter Wärme, Gebäudewärme, Heizung, so. Verkehr brauche ich gar nicht erklären. Wenn wir diese Energiewende wollen, dann muss man sich überlegen, was sind eigentlich die wichtigen strukturellen, grundstrukturellen Maßnahmen, damit eine Energiewende funktioniert. Und die würde ich mal bezeichnen als so eine Art, was sind eigentlich die Hauptschlagadern von Energieproduktion oder Verteilung? Da komme ich an Netzausbau, Nord-Süd, aber auch dezentral, weil die erneuerbaren Energien halt dezentraler sind. So dass der Netzausbau das eine ist, das andere sind ganz neue Marktdesigns. Da gehört auch eine Veränderung des EEGs dazu, weil bei den Erneuerbaren manche schon in freie Märkte und so lassen werden können. Und als drittes Forschung und Entwicklungsgelder für Zukunftsfragen in dem Zusammenhang zum Beispiel Speichertechnologie. Ist der eine Punkt, den man einfach so drei Kernweichenstellungen, die man auf den Weg bringen muss, damit alles das, was jetzt zum Großteil in Bürgerhand ist, was investiert werden soll, auch durch die Leitung fließt bzw. gespeichert werden kann, weil bei Erneuerbaren, Wind und Sonne in einer Winternacht brauchst du Speicher, wenn du diesen Zeitpunkt der 100% einmal erreicht haben willst. Aber das ist nicht alles. Also eine Energiewende hat natürlich mit vielen anderen Bereichen zu tun, zum Beispiel mit der Frage, wie man denn Programme strickt und sie finanziert. Jenseits von Detailprogrammen nenne ich dann nur das Thema Gebäudesanierung. Für eine Gebäudesanierung oder bei manchen Entscheidungen im Verkehrsbereich muss man an finanzielle Entscheidungen ran. Also zum Beispiel brauchen wir einen funktionierenden Emissionshandel mit weniger Zertifikaten, die auch den Innovations- und Effizienztechnologieanreiz geben, mit einem wirklichen Handel, um Geld zu haben, dass wir zum Beispiel in einen Energiesparfonds einsetzen. Also wir denken da schon auch in Kreislaufen. Die einen zwingen zu einer Veränderung, das handelbarer zu machen, bei gleichzeitiger Reduzierung gleichzeitig Geld zu haben. Das ist also in Wahrheit auch ein ganz großer finanzpolitischer Punkt. Also man muss nicht glauben, dass Energiewende im Wesentlichen funktioniert, über die Energiepolitik machen, sondern mit den Haushaltern und Finanzpolitikern. Wie wird so ein Emissionshandel gestrickt? Welche ökologisch schädlichen Subventionen streichen wir oder bauen wir sukzessive ab, um nicht weiter zu verschulden oder um Gelder frei zu haben und sie für andere Dinge zu benutzen. Um das Beispiel zu nennen, habe ich vorhin schon mal gesagt, Gebäudesanierung, Bestand machen wir 1% pro Jahr, dauert 100 Jahre. Wenn du da mehr willst, musst du nicht nur rechtliche Rahmenbedingungen machen, es muss auch für die, die investieren sollen und für die, die in den Wohnungen wohnen sollen, am Ende finanzierbar bleiben. Also muss man irgendwo Geld haben, dass man als Zuschuss, nicht als Kredit dazu gibt. Geld, das also nicht umgelegt wird in einer Modernisierungsumlage auf die Mieten. Nur das ist ein sozusagen, Energiewende ist ein hochkomplexes System, das nicht nur Technik, Handwerk, Wissenschaft, Produzenten, Energiepolitiker, sondern am Ende auch Finanz- und Haushaltspolitiker braucht. Nur in dieser Mischung wird es gehen und im Übrigen braucht es auch, und dazu braucht man auch Geld, Bildung, Bildung, Bildung. Und zwar auf allen Ebenen. In der Schule, in der Grundschule, an den Fachschulen, an den Universitäten, in der Handwerksordnung. Weil nur wenn die Kreativität und der Grips aller benutzt wird, kommen wir auch zu kreativen neuen Lösungen. Und ich will einen Satz noch zum Thema Mittelschicht sagen. Ja, ich weiß, dass die globale Mittelschicht, ich habe es vorhin mit anderen Worten schon mal angesprochen, natürlich eine Vorstellung davon hat, was gut ist und was sie will. Überall wollen sie dicke Autos fahren, ständig neue Klamotten, Lebensmittel, die um die halbe Welt gereist sind oder aus 8 Bestandteilen aus 18 Ländern bestehen oder so. Also das ist die Vorstellung des guten Lebens. Was wir dazu machen müssen, ist nicht nur dann auch Finanzströme verändern, sondern wir müssen natürlich dafür sorgen, dass es diese erkennbar, sichtbar, identifizierbar und verfügbar diese anderen Produkte gibt. Vom Lebensmittel bis zum Kühlschrank oder so, der auf dem modernsten Niveau vorhanden ist. Und damit schließt sich wieder der Kreis. Wer soll dafür sorgen, dass es da einen Innovationsschub weltweit gibt? Hat Deutschland eine herausragende und eigentlich Vorreiterrolle, die wir viel, viel besser ausüben könnten, als in den letzten Jahren passiert. Okay. Das war der Wärmeblock. Herr Töpfer, Sie wollten auch noch was sagen zum Publikum? Ja, ich hoffe, dass ich noch das sagen darf, aber will ich ganz gerne tun. Es wurde vorhin mal gerade gesagt, wir sind ganz schnell immer wieder nur in der deutschen Betrachtung dieser ganzen Dinge. Und ich bestehe darauf, dass das, was wir in Deutschland machen, sich dadurch auszeichnen muss, dass es eben nicht nur bei uns eine Relevanz hat,
sondern dass diese, ich wiederhole es gerne nochmal, globale Dimension dabei mitbedacht werden muss. Wenn Europa im Jahre 2050 nur noch 5% der Weltbevölkerung darstellt, ist es eine Frage an der technologisch führende Region zu fragen, wie bewältigst du mit die Techniken, die außerhalb der 5% zu bewältigen sind. Genau. Und da kommen wir in Bereiche hinein und das tut mir ein bisschen leid, dass wir da Herrn Füchs eigentlich unterbewertet haben und ihn nicht nochmal zusätzlich gefordert haben. Sehen Sie, er stellt das dar, was daraus in der Zukunft auf uns zukommt und was notwendig sein wird. Er spricht dann über verschiedene technologische Entwicklungen und sagt, die Grenzen zwischen Biologie und Technologie verschwimmen, Menschen machen Natur. Das ist der Satz, der da steht. Ich bin sogar seiner Meinung, dass wir exakt in diese Richtung hineingehen. Was mir dann fehlt, ist, dass wir eben nicht nur fragen dürfen, was ist denn die ingenieurmäßige Kenntnis dessen, was wir machen, sondern was ist denn die Anforderung an die Verantwortung von Menschen, wenn wir sowas tun? Wächst die Ethik in derselben Weise mit, wie seine Technologien wachsen? Was tun wir denn auf dem Gebiet? Und da kommen wir wieder zurück in die Frage der Demokratien. Das ist auch in Deutschland zentral wichtig, das muss ich ganz deutlich sagen. Es ist nicht etwas nur, was wir sagen, bei anderen ist das bedeutsam. Aber wenn ich den Satz lese, Menschen machen Natur, dann stellt sich für mich schon zentral die Frage, wie stellt sich denn der Mensch in seiner Verantwortung dazu? Johannes Rau hat mal gesagt, der Mensch bleibt Geschöpf und wird nicht Schöpfer. Ich bin sehr der Überzeugung, dass wir dieses in einem solchen perspektivischen Buch mitdenken müssen. Und da hätte ich gerne zusätzlich weiter diskutiert, um das ganz deutlich zu sagen, das ist eine wichtige Angelegenheit. Das ist vieles, was wir hier in der Energiewende sehen, natürlich belegt, dass die Menschen im Zweifel intelligenter auf das reagieren, was Politiker sich einfallen lassen. Das stimmt. Das stimmt. Du kannst durch Deutschland fahren und siehst die wunderschönen mit Solarpaneelen bedeckten Dächer und da weißt du zwei Dinge. Erstens, die Deutschen sind natürlich sehr umweltbewusst, aber zweitens, sie können gut rechnen. Sie können sehr gut rechnen. Und dies ist sehr intelligent, wie sie rechnen. Denn man muss sich ja fragen, bei dem, wie wir fördern in Deutschland, warum überhaupt noch jemand irgendwie einen Euro auf der Bank hat und es nicht investiert hat in eine Anlage, die über 20 Jahre eine Verzinsung bringt, die du nirgendwo bekommst. Ich beklage das nicht, dass wir falsch verstehen. Ich muss nur sagen, das sind natürlich wiederum soziale Rückwirkungen. Denn da kommen andere, lieber Füchs, schon sagen, das ist prima, dass wir 1,3 Millionen Menschen haben, die das machen. Und ich preise das von morgen bis abend, dass wir über 600 Energiegenossenschaften in der Zwischenzeit haben. Nebenbei eine der auf der Habensseite der Energiewende jetzt schon abzubuchenden Vorteile auch für Demokratie. Aber ich muss mich natürlich fragen, ob nicht diese Bezahlung dann hinterher ein Gutstück über die kommen, die sich das nicht leisten konnten, da rein zu investieren. Gibt das so etwas wie einen Beitrag zur Verteilung von unten nach oben? Ja oder nein? Die Frage ist doch berechtigt. Ich kann nicht nur sagen, da sind aber 1,6 Millionen beteiligt, sondern muss fragen, warum haben die sich beteiligt? Und ist das nicht eine nahezu risikolose Investition? Und wäre es nicht sinnvoll, da mal darüber nachzudenken, ob man diese beiden miteinander verbindet. Also Prozesse sind schon zentral und deswegen wollte ich das nur ergänzt haben. Wir brauchen den Menschen in seiner Verantwortung. Wir können nicht nur über die Technik nachdenken, nicht weil ich die Technikgläubigkeit damit verbinde, sondern weil ich glaube, dass die Technikentwicklung ein Gegengewicht haben muss in der Verantwortung des Menschen. Und das hätte ich mir an mancher Stelle in dem Buch zusätzlich gewünscht. Deswegen habe ich es nur gesagt, nicht weil ich es kritisiere, sondern weil ich ja will, Frau Eichstädt-Bohling, dass wir intelligent wachsen. Natürlich brauchen wir in Europa Wachstum. Natürlich können wir das viel besser machen, wenn wir in Griechenland nicht nur Kredite geben, sondern sagen, dort machen wir die Solarenergie, denn die haben über 2000 Sonnenstunden, wir haben 900. Aber unsere rechtlichen Regelungen sind so, dass wir es da nicht machen können. Verstehen Sie? Also insofern bin ich sehr der Meinung, wir sollen intelligent wachsen. Das halten wir, sollten wir auch abhaken, sind wir uns einig. Die Frage ist immer wieder nur, wie können wir das verbinden, auch mit der Entwicklungsoffenheit für Technologien,
die uns dann hinterher ermöglicht, auch mal zu ändern, wenn wir gemerkt haben, möglicherweise ist das ein oder andere nicht so gelaufen, wie es sein sollte. Deswegen nochmal, lesen Sie Karl Popper durch. Piecemeal Engineering ist mir lieber als holistische Ansätze. Herr Schweizer, Menschen machen Natur. Wie groß ist Ihr Vertrauen, dass die Menschen das richtig machen? Sie kennen ja sehr viele Akteure, die da mitmischen. Ja, Menschen machen Natur, Menschen haben es aber auch kaputt gemacht. Das war ja nicht ein Dritter. Ich glaube, was ich vorher gesagt habe, zu sagen, lass uns Ziele setzen, natürlich braucht es dafür Regeln. Also ich kann nicht sagen, ich will ein Ziel setzen und dann der Stärkste soll siegen und alles andere wird kaputt, alles andere bleibt auf der Strecke und soll sich um sich selber kümmern. Sondern ich glaube, dass das ist das Imperativ der Politik, zu sagen, wo wollen wir gewisse Dinge gesellschaftlich hin entwickeln, und da ist das Thema Energiewende ein hervorragendes Beispiel. Das war ja politisch vorgegeben, dass die Energiewende kam. Die Frau Künast hat es gesagt, damals jeder ging von 4%, dann sind wir bei 25%. Jetzt kommt aber der entscheidende Punkt, und den auch Herr Töpfer angesprochen hat und auch vorher angesprochen wurde, ich glaube, wir brauchen dringend eine Reform des EEGs. Weil durch das EEG werden inzwischen schon 20 Milliarden Euro pro Jahr in Deutschland umverteilt, wie auch immer. Das ist übrigens einmal der Landeshaushalt der Stadt Berlin, der hier pro Jahr einmal bewegt wird. Und was für mich übrigens ganz spannend ist, ich habe ja da nächste Woche eventuell eine Wahl und beschäftige mich jetzt mit so bundespolitischen Themen. Da ist immer schon, was wirklich spannend ist, hier in Berlin streitet man sich über Jahre weg, ob man der Charité 300 Millionen mehr gibt oder nicht, damit sie saniert werden kann, also damit sie investieren kann in Mitte. Ich glaube, im Bund sind 300, habe ich jetzt zum Beispiel ein paar Diskussionen mitgekriegt, 300 Millionen, das ist sowas, wie wenn Sie hier in Berlin über 10 Millionen für 10 Kita-Bauten sprechen. Also das ist einmal so nebenbei weg. Und das sind schon Bewegungen. Aber ich glaube, was wir klar brauchen, sind, was auch gesagt wurde, also das Vertrauen jetzt zu sagen in den Markt, wenn er keine Regeln hat, will keiner. Märkte brauchen Regeln, wie sie sich, und dann muss man ihnen aber überlassen, innerhalb dieser Regeln den besten Weg zu finden. Und Aufgabe der Politik ist genau dieses zu beschreiben, wohin sie eine Gesellschaft in Entwicklung haben will. Und in einer Demokratie ist es gut, dass man dann dafür Mehrheiten braucht und um diese Mehrheiten auch immer wieder kämpfen muss und die alle 4 Jahre immer wieder auf dem Prüfstand stehen, schrägstrich eigentlich vom Grundsatz mehrmals im Jahr, wenn man die Landes- und Kommunalwahlen mit dazu zählt. Ja, Demokratie ist Dialog, und wahnsinnig gerne hätten wir den jetzt auch mit Ihnen hier weitergeführt. Unsere Zeit ist allerdings so ein bisschen begrenzt, deswegen schlage ich vor, dass dieser Dialog jetzt es melden sich noch einige, aber dass dieser Dialog bei Wein und Brezen und Wasser und Saft und wo auch immer eher im Foyer beziehungsweise unten ist, dass dann weitergeführt wird. Die Gäste sind ja noch da und es kann auch heiß diskutiert werden, weil ich sehe, das Bedürfnis ist noch da. Herr Füchs, Sie möchten noch ein Schlusswort, was ich Ihnen natürlich ganz gerne gebe. Ich unterdrücke jetzt die Versuchung, nochmal auf die Beiträge auf dem Podium sagen, einzugehen, und erzähle einfach noch mal eine Geschichte, die ich von Michael Braungart übernommen habe. Das ist, ich weiß nicht, ob man sagen kann, der Erfinder des Cradle-to-Cradle-Prinzips. Jedenfalls hat er es ausgearbeitet, also von der Wiege zur Wiege, dass die Idee mit den geschlossenen Stoffkreisläufen. Alle Reststoffe müssen entweder wieder in die Biosphäre oder in die Technosphäre eingehen und dort zum Ausgangspunkt neuer Produktion zu werden. Und das illustriert er an einem schönen Beispiel. Er sagt nämlich, er ist ja Biologe, dass die Biomasse der Ameisen und ihr Stoffumsatz entspricht ungefähr oder würde entsprechen 30 Milliarden Menschen auf der Erde. 30 Milliarden. Man hat aber noch nie gehört, dass die Ameisen ein ökologisches Problem wären. Obwohl die meisten von ihnen auch keine Vegetarier sind. Warum? Weil sie genau eingebettet sind in diese organische Kreisläufe. Und weil sie letztlich nützlich sind für die Natur. Nützlich. Und das ist genau die Idee, die hinter dieser Metapher vom Wachsen mit der Natur steckt.
dass wir in eine Produktionsweise gehen müssen, die nicht nur nicht schädlich ist, sondern die nützlich ist, die die Biodiversität am Ende vergrößert und die die Bodenfruchtbarkeit, sagen, vergrößert. So, und das, finde ich, ist wirklich, das ist nicht Pragmatismus, sondern das ist eine ökologische Utopie und für die würde ich gerne werben. Ja gut, dem ist nichts hinzuzufügen. Herzlichen Dank an alle, die mitdiskutiert haben. Und wie gesagt, die Türen sind weit offen und unten ist angeblich alles voll mit leckeren Dingen.